So, dann mal los. Einfach gib sie Moin. Wie geht's dir? Ja. Ich würde sagen, insgesamt wieder ein Tick schlechter. Aber es ist noch in Ordnung. Aber ich muss abends wieder Schmerztabletten nehmen. Noch zusätzlich. Ja. Moin, Löschwerk. Irgendwas haut auch noch nicht hin. Jetzt mit den neuen Medikamenten. Ja, ich nehme zusätzlich dann, wenn es. Das ist eigentlich wie vor 2 Monaten. Wenn das dann zu heftig wird mit den Schmerzen, nehme ich halt noch zusätzliche Schmerzmittel. Was hatte ich denn heute, also vor 2 Nächten, dann irgendwie morgens um 1 oder so. Und dann, diese Nacht waren, ja, knapp gegen 5 Uhr morgens. Da bin ich aufgewacht mit Schmerzen und musste ich das nochmal wegradieren. Dann hier das Zahn rausgezogen wurde. Oh, ja. Ich muss auch zum Zahnchirurgen. Ich hatte ja so eine dicke Wange. Das kommt auch noch wieder dazu. Naja. Es ist ja immer was Neues, ne? Tansin, moin, hi. Jo, genau. Gute Besserung noch. Und danke, Devi. Ja, bin ich mal gespannt, was das alles wird noch. Ist ja sehr aufregend. So, dann schalten wir mal an hier. Doch, reißt er echt gut. Sogar bergauf, hätte ich nicht gedacht. Ab April, Digga, ja. Das wollen sie ja alle nicht aufschreiben, ne? Obwohl, ich wäre ja nicht gequalmt dann, ne? Aber das wollen die nicht aufschreiben, habe ich auch schon gemerkt. Hey, Sascha, moin. Boah, der macht hier einen Mühsam im 60. Monat, Alter. Dankeschön. Vielen lieben Dank dir. Moin, moin. Und kurz auf weiter, danke für die Dreier-Serie. Hier müssen wir nochmal eben gerade machen, da hat der Helfer letztes Mal wohl gefuscht. So, dann machen wir jetzt mal eine Spur fertig. Der eigene Zucht, ja. Ist gar nicht so weit her, da haben sie hier 3 Dörfer weiter ein Gewächshaus hochgenommen. Da waren wohl nicht nur Karotten drin. Jo, das passt doch. Nur geladen, moin. Und Chronic Boy. Und danke auch für deinen Wissert im 71. Monat. Junge, Junge, ey. Dankeschön. Vielen Dank dir. Jason, moin. Ich will mal nach hinten gucken. Ich kann gar nicht sehen. Da ist ja der Container vor. Vielen lieben Dank. Was hast du? Ja, das müssen wir einmal nacharbeiten. Müssen wir wahrscheinlich eh, weil der Helfer letztes Mal irgendwie nicht gut war. Bam, bam, bam. Ja, hier schaust du schon auch wieder nicht ganz. Das arbeiten wir einfach zum Schluss nach, würde ich sagen. Oh, man, ich piepste dich auch so rein aus der Pops, ne? Ja, ich gedacht, dass der kleine MB-Trakt das so gut wegzieht. Ach, der hat mehr Probleme, du. Oh, man merkt aber trotzdem, dass das für eine schwere Kombi ist. Glasfaser, geil. Was ist das denn für eine Leitung? Hau dir, Gaming, moin. Ah, das war ein Sprung mit Glasfaser, du. Moin, die Herren. Willkommen in der Neuzeit. 500, krass. Ja, ist geil. Das ist wirklich geil. Ich habe mich auch gefreut, natürlich wegen YouTube und dem Kram. Das Hochladen dauert jetzt nicht mehr 2 Stunden, sondern nur noch 2 Minuten. Das ist schon geil. Oder auch mal eben was zocken, mal eben schnell installieren, ne? Mal eben runterladen. Zocken, fertig. Gestern habe ich die PlayStation nochmal wieder fit gemacht, da auch. Updates, mach doch einfach. Zack, 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 fertig, los geht das. Schon geil. Moin, Badass. Silke, moin. Kreiner auch, hallo.
Der reißt das echt gut. Oh geil. Ja, ist geil, ne? Ist wirklich, hat schon echt was. Das ist 1500, du reißt das so weg. Arsch, moin. Ach so, alles klar. Deswegen habe ich mich verschätzt. Ich dachte so, ah, was knapp wird. Aber nö, der reißt. Hutti, moin. Muss mich mal aufraffen und in die Küche gehen. Soll ich übrigens wieder Klopfen machen. Oh, cool. Ich hatte heute so diese Hähnchenspieße. Diese kleinen Vierecke da von Lidl. Mit, ein paar Kartoffeln zerquetscht und Butter angereichert. Lecker. Ey, Patty, moin. Genau auf Linie. So muss das sein. Big Danny, moin. Hi. Dann werde ich, glaube ich, nachher oder morgen versuche ich dann mal den PlayStation-Controller zu überzeugen, mit meinem PC zu funktionieren. Das soll ganz einfach gehen. Dann werde ich mir das Wrestling dann halt für PC holen. Dann werde ich wahrscheinlich morgen irgendwann einfach mal, soll das ja eine Stunde streamen. Und dann habe ich dieses Spiel. Und ich glaube, das werde ich morgen dann mal machen. Leute, du Powerboy. Hast du das Arbeitsleben eingestellt? Das hat nicht funktioniert. Da war nix. Bin jetzt weitere 4 Wochen krank. Schon gestreamt. Ich fand's ganz gut. Ja, habe ich gesehen. Das ist auch wirklich. Also, ich spiele das ja schon seit. Boah. Seit der PlayStation 2 spiele ich das. Oder gab's das auf PlayStation 1 schon? Nee. Seit der PlayStation 2 spiele ich das schon. Ich hätte es jetzt auch lieber auf der PlayStation, aber jetzt wird es mir für PC halt angeboten. Ja, scheiße, sag ich dir, du, das war nichts mit dem Arbeitsleben. Naja, ich habe jetzt erstmal 2 Wochen Auszeit gekriegt. Dann, wenn das mir gut geht, kann ich eventuell die Medikamente wieder zurückschrauben und dann nochmal versuchen. Aber Chef sagte auch schon so, na, mach lieber nicht wieder zu früh, nicht, dass du nochmal abbrechen musst. Aber ich muss das ja irgendwie testen, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt abends wieder, heute nehme ich noch Antibiotika, dann ist das weg. Weil ich glaube, durch dieses Antibiotika, oder seitdem ich das nehme, gibt es mir halt abends auch wieder schlechter. Ich hoffe, das ist das und nicht die Abhängigkeit der anderen Medikamente. Die machen ja abhängig und der Körper will immer mehr haben, damit das wirkt. Und ich habe seit ein paar Nächten ja wieder Probleme mit Schmerzen in den Füßen. Das wäre natürlich kacke, wenn das nicht mehr wirkt. Ja, ich habe nachts wache ich wieder auf in den letzten... Foggy, moin, hi. Du kannst Dinge überzeugen. Bist du Hexer? Ja. Kein Problem, ich bin den richtigen Schnitzel in der Hand. Rainer, danke für die Serie. Ich werde im nächsten Monat mal den Xbox Elite Controller für PC gönnen. Ich habe noch den alten Xbox Controller. Und der hat aber hinten ja. Das ist blöde mit diesen 4 Tasten irgendwie. Deswegen wollte ich den PlayStation Controller mal anschließen. Und gucken, wie das ist. Wenn das natürlich alles durcheinander ist, dann mit den Knöpfen, die da angezeigt werden, das hatte ich davor, ein paar Jahre zuvor schon mal. Dann muss ich mir auch noch einen Xbox Controller besorgen für den PC. Naja. Danke dir, Dani. Ja, das ist halt kacke. Ich musste jetzt einmal, war ich um 1, 2 so wach und hab Schmerztabletten genommen, gleich 2 Stück. Und letzte Nacht dann bin ich um 5 hoch und musste eine zusätzliche Schmerztablette nehmen halt, ne? Das ist wirklich ein Mist, sag ich dir, du. Naja, du kannst es machen, was du willst, ne? Peter, moin, hi. Es nützt alles nix. Ich hatte schon, oder? Ja, danke schön. Für 4 Monate bin ich jetzt, ja, über 4 Monate schon zu Hause. Vielleicht jetzt weiter 4 Wochen und dann mal weitersehen, ne? Ob das denn schon das Ende ist, ich habe keine Ahnung. Kann nur jeden raten, ey. Pass auf euch auf.
Haut nicht alles in euch rein. Oder nur in Maßen. Havelhunter, moin, hi. Danke dir, Swissock. Ja, genau, das kann auch sein, dass das dann ist. Ne? Die neuen Controller ist eine ganz andere Generation wie den alten Xbox, den ich habe. Ne? Das sehe ich ja schon an der PlayStation. Ey, guck mal, da ist mein Lieblingsmeier. Leute, der streamt jetzt auch immer ein bisschen von Handy aus. Da müssen wir mal reingucken. Da war ich vorhin auch. Sehr angenehm. Schön, dich mal zu sehen, Meiersen. Und danke für deinen Resub im 15. Monat. Vielen lieben Dank. Im Moment, da muss gejubelt werden. Irgendwie geht in Rente. Ja, wenn ich das 5 Jahre habe, dann bin ich Rentner, ja. Und dass nach 5 Jahren nicht weg sein sollte, bin ich nicht mehr arbeitsfähig. Weil diese Schmerzen, die kommen gehen. Das könnte jetzt rein theoretisch, wenn es ein schlechter Tag war, hatte ich jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr. Das ist meistens erst, wenn du die Beine hochlässt. Aber rein theoretisch könnte es sein, dass jetzt von einer auf der anderen Stunde, dass sich komplett verschlechtert, dass ich Stream ausmachen muss, ne? Hatte ich ja auch schon, ne? Da konnte ich dann nicht mehr die Füße benutzen für Gas geben und bremsen. Gerne, Meiersen. Keine Feier ohne Meier. Nee, war cool. Hat mir gefallen. Super. Was ist das denn? Afterglow. Guter Doc und brauchst keine 5 Jahre mehr. Ja, das hat mir die Krankenversicherung erklärt, ne? Die zahlen irgendwie, die würden bei sowas 3 Jahre zahlen. Nach 3 Jahren ist dann, ich weiß nicht, ich habe Gott sei Dank noch eine Zusatzversicherung. Und danach, nach 5 Jahren, sagen die dann irgendwie Rente, wenn das bis dahin nicht geheilt ist. Da das aber ein Zeitfaktor ist und keiner weiß, wie lange das dauert, meistens haben die über 60-Jährigen das so, dass das nicht mehr weggeht. Aber ich will das gar nicht, ich will, dass das weggeht, ne? Das ist ganz, ganz furchtbar, ist das. Also ich möchte mit diesen Schmerzen nicht leben. Ganz, 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 ganz furchtbar. Witty, moin. Und mehr Spaß macht sich, wenn die ganze Gesicht mit... Ja, so, ja. Das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Beste Krankheit taucht ja nicht, so wie gesagt, Mann. Kann ich verstehen, ja, ich glaube dir. Du hast das ja auch, ne? Dominik, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ja, mein Plan ist, ich wollte mal eben hier fertig randalieren, hätte ich fast gesagt, das Feld anpflanzen. Dann schnappen wir uns eben einen Schwader, machen die beiden Weidenschwaden wir eben. Und ich bin noch an überlegen, ob ich dann ein zweites Silo fahre oder ob wir wirklich Silageballen pressen. Hätte ich vielleicht auch mal Bock drauf. Oder vielleicht eine Silagewurst, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Ah, ich bin noch nicht ganz sicher. Volker, moin, sei gegrüßt, hi. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende jetzt schon. Sogar gerade in der echten Silageballenpresse drin. Ja, ich sitze gerade in der echten Silageballenpresse. Das war ein komischer Satz jetzt gerade, Dominik. Ja, Map aus deiner Ecke. Welche ist das denn? Welche Map ist das denn? Großschneen, wo ist die denn? Hat er schon mal gehört? Kommt mir nicht ganz unbekannt vor. Niklas, moin. Ist jetzt gerade in der echten Ladebahnpresse und du soll... Ach so, du wechselst die Messer vor. Ah, alles klar. Jo, pass doch bloß auf. Dann kenne ich das, dann habe ich das schon mal gehört. Göttingen ist jetzt ja nicht so weit weg. Da waren ja immer früher unsere Klassenfahrten hin. Nordheim. Oder natürlich immer nach Göttingen. Totalsperre und so weiter und so fort. Und in Göttingen selber sind wir dann immer als kleine Filis rumgelaufen. Das war mal schön. Das war mal spannend. Als kleiner Magger. Da habe ich mal ein Vier-Gewinn-Turnier gewonnen. Ha! Wenn die eine Vorstellung macht, okay, weißt du, wo die zum Download ist? Sie in Modhub oder so oder auf anderen Seiten? Muss wieder Werbung schauen. Ach du Scheiße, ja, das kann ich leider nicht ändern. Das ist Twitch. Die wollen immer gerne Werbung machen. Deswegen habe ich den ersten Werbeblock in den ersten 5 Minuten in meinem Stream. Wo der Vorspann ist, da nervt das am wenigsten. Im Mod hab, alles klar, dann muss ich mal gucken. Gegen die anderen drei, nee, das waren 3 Schulklassen, also so ungefähr 60 Leute.
Da war ich wirklich, also bei, wo ist das im Finale kommen mit den letzten, du Junge, Junge, da haben wir, da war ich mal aufgeregt. Ja, keine Chance gegen meine Tricks. Eigentlich verwirrt. Jetzt, danke, im Moment, ja, ist in Ordnung, sag ich mal, ne? Im Moment ist es ganz in Ordnung. Habe ich jetzt aber gefreut, hier ein bisschen Trecker fahren. Zum Guckst du Schule? Ja, Landkreis Cuxhaven, ne? Also, ich wohne ja Landkreis Cuxhaven, aber Nähe Bremerhaven, aber ländlich. Und da war ich mein Leben lang war ich auf Dörfern in der Schule. Und dann irgendwann selber in Bremerhaven, wo ich in der Ausbildung war zum Kfz-Mechaniker, hieß das damals noch. Tricks anlegen, Finger geben. Nee, da habe ich da auch schon das T-Shirt gehoben und habe mir leicht an den Noppen gerieben. Und als er dann weggeguckt hat, kurz, habe ich schnell die Chips reingesteckt. Weiß gar nicht, wer was noch zu gewinnen da gab. Ey, diese typische Kindertüte, rote Tüte, ein zusammenklappbares. Weißt du, kennt ihr noch dieses komische Styroporflugzeug aus drei Teilen mit dem Propeller? So was gab es dann da zu gewinnen. Ich bin näher Bremerhaven, ja. Also Cuxhaven, wenn ich jetzt nach Cuxhaven will, bin ich mal 50 Minuten Autobahn muss ich fahren. Ich bin auf der anderen Seite von Bremerhaven. Wenn einer gefragt hat, wo ich wohne, habe ich immer gesagt, so zwischen Bremen und Bremerhaven, aber näher Bremerhaven. Also in Bremerhaven bin ich in einer Viertelstunde. Wie geht's? Du wiederholst dich doch. Immer noch gut. Wenn man nur, ja, Teffi, mach dir schön was zu essen. So. Ich glaube, auch ganz gut. Saat gut durch. Das ist ja geil mit den hier, den. Wird das eigentlich Lehrer? Füllt ihr den da. Sag mal, füllt ihr den danach? War hier oben nicht mehr drin eben? Ich glaube, ich bin schon Banane. Dann warte, man muss ich mal gucken. Tatsächlich, ich werde weich. Guckt euch das einer an, dann nimmt das direkt da oben raus, oder? Das ist ja geil. Bin ich ganz bei Sinn? Warum nicht? Lass den Schnaps weg. Fabio, moin, hi. Jedenfalls ist Matthias Stilas, aber nee. Nein, der sagt immer, kenne ich nicht. Und das darf nicht in fremde Hände geraten. Automatisch nach, das ist ja geil. Ich mach das lieber mal so. Schwingi! Das klingt ja fast wie Ingi. Moin. Hallöchen. Gibt es den Aufbau aus dem Download oder privat? Nee, soviel ich weiß, also der ist, der, was heißt soviel ich weiß, der ist vom Rübi und der ist privat. Ich habe auch nicht, also so wie ich jetzt das verstanden habe, haut er auch von seinen Sachen nichts raus, aber bei denen vielleicht sagt er noch Hallo im Chat hier. Aber ich denke, wie ich das verstanden habe, letztes Mal möchte er nichts veröffentlichen. Neuenwalde? Ja, Neuenwalde ist, das ist auch noch ein Stück von mir weg, auf der anderen Seite Bremerhaven. Neuenwalde bin ich mehr so Richtung wegen, ich war öfter in Nordholz. Einmal, weil ich da Bekannte hatte, Schulkameraden aus der Berufsschule und ich da gerne in dem Museum bin. In den Aeronautikum, da bin ich gerne. Das finde ich immer ganz cool. Hat auf jeden Fall was. Ne? Ja, der ist auch wirklich, den hat Bassas auch umgetütelt für den Sirion. Ich finde den wirklich sehr cool. Können wir immer nur hoffen und Daumen drücken, dass doch vielleicht irgendwann mal Erbarmen da ist und was rausgeht. Aber dann sage ich auf jeden Fall Bescheid. Kommt leider nicht zum Download, oh, schade. Ja, der ist halt wirklich sehr cool, ne? Muss ich sagen. Also es macht mir unheimlich Freude. Solche Sachen, das sind so kleine Dinger, die manchmal einfach was ausmachen, ne? Ja, Nordholz fand ich dann immer ganz cool da. Aeronautikum, das Museum, da konntest du dann auch zugucken, wo da noch der, ich weiß gar nicht, ist der da noch der Bundeswehrflughafen? Ich weiß gar nicht, ob der noch voll da im Gange ist. War auf jeden Fall immer sehr cool. Ja, das, Froggy, das haben wir auch schon öfter gehabt, auch mit den Schlütern, ne? Mit den Schlütern, mit denjenigen, der das ja auch seit Anfang an macht, fast, wie ich verstanden habe, kann ich auch verstehen, warum er keinen Bock hat, die zu öffnen. Der hat die im 22er geholt, hat mir die zur Verfügung gestellt, hat er mit mir geschnackt. Die haben auch wirklich hier das Real GPS und wie das nicht alles heißt, diese ganzen neuen Sachen hat er alles. Und er sieht unfassbar cool aus, diese Schlüter.
Aber er sagt auch, das möchte ich mir einfach nicht antun, die zu veröffentlichen, ne? Er hat da zwar vieles selber neu gebaut und alles und hat da auch die Rechte eigentlich dran, aber guck mal, dreht sich sogar der Knauf sich gerade, Alter. Krass. Ja, und aber ich kann verstehen, dass er keinen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, ne? Schade, 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 ehrlich. Zweckkicks, moin, hi. Ohne Jagd, jawohl. Ist ja gut. Er tut mir so ein bisschen, merke ich die Füße auch, aber es ist im Moment noch locker auszuhalten, aber es ist so ein Dreck, Alter, ey. Hoffentlich fängt das nicht wieder an. Hab schon Panik, dass das wieder schlimmer wird, Alter. Ich möchte nicht dahin, wo ich vor 2 Monaten war, ey. Da krieg ich Angst. Selina, hallo, moin. Wow. Da ran, alles wird gut, ja, ich hoffe, ey. Also das meine ich nochmal mit. Dann müssen die Beine weg. Zahnribu, moin, hi. Ach so, ach scheiße, siehst du, bin ich von abgekommen. Mann, so Mist. Irgendwie bin ich davon abgekommen. Ich hoffe, dass es Mittagessen gab. Ich hätte mich jetzt extra im Hintergrund aufgelassen. Ich Depp. Scheiße. Ach, hey, vergessen. Weil ja, manchmal reicht eine Kleinigkeit und dann ist der erste Gedanke weg. Aus überall, also. Wegen ein paar wenigen Volldeppen müssen die mal. Ja, genau. Und ja, ich kann das verstehen, ne? Da machst du dir Mühe, gibst was raus und dann kommen da. Machen da ein paar Leute wirklich den Louis. Aber wie gesagt, ich kann das verstehen. Ich bin immer nur dankbar, dass dann zum Beispiel so, dass ich die Sachen dann trotzdem irgendwie kriege zum Zocken und machen halt, ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Auch wie von Rübi da die MB-Trax sehe und sowas, was er da gemacht hat, ist schon. Boah. Das ist schon fett. Schade, schade. Oh, guck mal, wir haben gewonnen, 13. Toll. Die Chat. Das Moin war am 15. Oh, scheiße, hat die echt überlesen? Oh, Schande. Baut sie an, Lenkrad, lass das. Nee, das geht gut. Das mache ich doch schon seit Jahren. Ich habe jetzt alles auf dem Zollstick, habe ich das alles. Arbeitspreise starten und ausmachen. Liegt am Alter. Ja, sag ich dir, du. Musik, oh, Essen. Flug. Bim, 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 bim. Kurz hat er gesagt, bevor zum Spiel. Oh, oi, oi, oi. Das ist ja noch die Party heute vor dir. Wolle, moin. Dann hast du ja noch richtig Dance of the Dale. Schön. Da habe ich in April wieder mehr vor mir. Da hoffe ich mal, dass ich dann mit den Füßen so weit bin. Oh, das ist alles ein Ärger. Da war ich noch vor 2 Tagen noch mit der kleinen Streamcrew zum Tierarzt. Oh, was ein Theater mal alles so. Wollte ich einmal angucken, eine Spritze, Katsching, 120 Euro, gib mal her hier. Aber es nützt ja nichts, ne? Der Kleinen soll es ja auch gut gehen. Hast du im schlimmsten Fall sogar angefangen wärst. Das macht wieder Spaß, darum lasse ich da, wo es nur noch ab und Freunde gibt. Ja, ist so. Ja, das wird ja immer mehr so leider halt, ne? Ich meine, man sieht ja immer mal durch Zufall oder so, was es für tolle Sachen gibt, ne? Das ist schon krass. Kann man sich immer nur freuen über die Sachen, die noch wirklich veröffentlicht werden halt, ne? Die Mulde ist so ein schönes Utensil, ne? Wie dieser diese Container, ne? Mit dem kleinen Anhänger, der da nicht veröffentlicht werden darf.
weil er es ja selber machen wollte. Irgendwann mal zu Anfang LS22. Das ist halt so ein Allrounder-Ding, ne? Nachfüllen, Dünge, Saatgut, mal eben schnell füttern gehen, mal eben schnell was in die Produktion von A nach B bringen. Hammer Alf, moin, hi. Guck mal, wir sind gleich schon fertig hier. Kommen wir wohl noch hin mit den 32% da, wa? Ich tu mal Zauberstab. Ja, mach mal. Schwing du mal deinen Stab. Aber verzauber dich nicht, ne? Ich lass mit der Klagen kommen. Es ist von saurer Streicheln zu Zauberstabstreicheln gewechselt. Der Ulle Paddy, der. Sobanti, hallihallo. DMT Sound, moin moin. Das ist schon toll, wie das alles so aussieht, funktioniert und sich bewegt und so, ne? Immer wieder cool. Volker, moin. Wochenende Anfang. Boah, das ist ein sehr schönes, langes Wochenende. Ja, wir Wochenende für Wochenende für Wochenende. Jeden Tag ist Wochenende. Und irgendwie bekommt 99,5% aller Sachen, weil egal was er bekommt, er sich. Ja, ich freue mich immer wie ein Großer. Das ist wirklich so. Das ist immer wie. Das ist wie früher, wo meine Mutti mir immer einen Adventskalender selber gebastelt hat. Und dann da in den, das waren immer so kleine Säckchen, da waren da immer so kleine Trecker drinne von Siku oder so kleine Transformer und so. Da habe ich mich schon mal gefreut. Genauso ist das hier mit den Sachen auch. Wenn ich da irgendwas kriege, dann freue ich mich immer. Dann macht mir das gleich wieder viel mehr Spaß. Angucken, entdecken, zeigen, benutzen. Gucken, was da immer alles noch drin zu sehen ist und so. Das sieht ja immer alles echt schön aus mittlerweile, ne? Toll. Thomas, moin, hi. Ich werde gleich mit dem Ladewagen auch mal mit einem Deutz fahren. Ich habe mir mal einen alten Deutz von Hein Fidi ausgeliehen. Da wollte ich mal mit gucken, wie der so rennt. Einen alten, so einen Uhlen. 681, glaube ich. Hätte ich auch schon lange nicht mehr auf dem Hof gehabt. Ja, kommen wir noch gerade so hin mit dem Saatgut. Ist doch toll. Ja, Farmstick gibt es immer noch keine Neuigkeiten. Das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen ins Land ziehen, bis der Farmstick da ist. Aber naja, ich freue mich trotzdem. Gestern habe ich ja nochmal auf der PlayStation das Wrestling gespielt. Das vom letzten Jahr.
was ich so gesehen habe, sieht das Neuere ja auch schon viel besser aus, ne? Oh, ich hätte aber gerne auf der PlayStation, ey, am Fernseher. Naja. Also habe ich ja schon entschieden. Ich denke, morgen mache ich das. Vielleicht morgen Abend, vielleicht morgen Nachmittag mal gucken. Vielleicht erst LS ein bisschen und dann Wrestling oder erst Wrestling, dann ein bisschen LS. Aber mal gucken. Und die scheiß Haare müssen ab. Ich überlege schon langsam, was immer weniger Haare hier oben werden, ob ich langsam wirklich ganz abrasiere. So komplett weg einfach den Scheiß. Muss ich aber erstmal heimlich gucken, wie es aussieht. Nicht, dass ich aussehe wie eine Piedelbirne. Das muss ich Käppi tragen. Habe ich früher immer gemacht. Käppi und die langen Haare hinten durch. Lass uns dann polieren. Nee, so nicht. Ich glaube, ich würde einfach auf 3 mm oder so, ne? Ich glaube, letztes Mal, wo ich das gemacht habe, waren es 3 mm. Piedel mit Ohren, ja. Ich hatte da morgens keinen Bock zu. Und dann habe ich zwei Sachen nicht bedacht. Wenn du die Haare ganz abrasiert hast, ist das im Winter scheiße ohne Mütze. Das habe ich gemerkt. Und wenn du einen Rollkragenpullover anhast dazu und ihn so hochziehst, weil es kalt ist, rufen dir alle Pimmelbirne hinterher. Das sind Sachen, die ich nicht bedacht habe. Die würde ich anders machen. Im Sommer oder im Winter mit Mütze und gar keinen Rollkragenpullover anziehen. Gleich mal den Wind aus der Segel nehmen. Den alten Säcken. Und ich glaube, auch wenn die das 3-4 Tage gesehen haben, dann haben die sich auch dran gewöhnt. Ich habe jetzt ja auch so viel abgenommen. Wenn ich dann auch die Haare abrasiere, dann können sie erst recht sagen, die hätte ich ja gar nicht erkannt. Genau, ich habe eine neue Frisur. Und sie haben ein bisschen abgenommen. Das ist immer geil von den Kunden, wenn die so ein bisschen lustig sein wollen. Ne? Und dann, Mensch, ich habe sie gar nicht erkannt. Haben sie eine neue Frisur? Ja, danke, dass es ihnen aufgefallen ist, dass ich beim Friseur war. Das ist immer geil. Oh, ich schaukel zu. Heiko, moin! Sei gegrüßt, hi! Die habe ich heute doch auch schon gelesen. War es bei Heiko? War Heiko? Da wird ein geiles Gespann irgendwie, ne? Ich mag sowas. Echt toll. Da ist, finde ich cool, dass ich den Tank nutzen darf von Röbi. Und das Butters da sie rumgetüdelt hat. Das ist alles so hinhau wieder. Playbüchse, boy. Wie das auch so genau passt, ne? Das ist, als wenn er dafür gemacht ist. Schön! Die brauche ich die auch gar nicht. Habe ich hier irgendwie einen Autowagen für die? Kann ich auch nachher holen. Ich glaube, der steht da oben steht er. Oder setzen wir rauf. Ich weiß gar nicht, wo ich den hinbringen muss. Ja, wir setzen ihn mal lieber rauf. Witzig, dass hier der Knopf da mitdreht, ne? So, dass der los ist und dann auf der Vibrationsdingsen sich einfach so mitdreht. Das ist ja geil. Und auch mit dem Gewicht, da tut er sich überhaupt nicht schwer mit, ne? Das ist echt super. Vorne ist zwar ordentlich was ran. Ich glaube 1,5 Tonnen oder so, aber das geht schon. Heiko, danke für die Serie. Dankeschön. Mensch, hub doch nicht, hab doch mal ein bisschen Geduld. Mensch, du siehst doch, was ich hier mache. Du willst doch auch was zu essen haben, oder nicht? Mann. Ja, komm, weißt du, klar.
fahre ich jetzt auf dem Anhänger rauf, damit du vorbei. Oh, das ist aber auch der Verkehr, ist aber auch was hohl, ne? Schön, wie das wackelt. Gleich wieder zufrieden gestimmt. Scheiß Verkehr, oh, es wackelt. Da fällt mir nichts dazu ein. Mensch, verpiss dich doch. Was ist denn mit dir nicht richtig? Es kommt noch mal mehr, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, Alter, ey. Gleich stelle ich ihn aus. Das darf auch nicht wahr sein. Hier war doch letztes Mal doch kein Verkehr. Bin in Lurk, muss noch arbeiten. Achso, ja, lass ihn nicht vom Arbeiten abhalten. Ah, mit falschen Pronomen, was? 75 Streams, Leberget. Moin moin, du, dankeschön. Ich versuch das. Ich versuch das hier rumzuopern. Komm, der drückt das Gras da hinten schon so weg. Ist da ein Fehler in der Collie oder was? Ich weiß auch nicht. Fahren wir hin auf den Hof, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob wir nachher noch weiter pflanzen. Hä? Da war eben noch kein Baum. Was ist denn da los? Dann drehen wir hier mal eben um. Dann muss ich eh noch eben los und noch Saatgut holen mal eben. So. Aber rund hier. So. Wenn wir nachher noch weitermachen müssen, dann sehe ich noch mal eben neues Saatgut holen. Aber das gucken wir. Da kriege ich immer noch nicht auf der Kette, ne? Mal den Knopf, mal den Knopf. Herrschaftszeit nochmal. Hier, guck mal, da steht der Deutz. Mit dem brackern wir mit dem Ladewagen los, dachte ich mir. Aber erstmal müssen wir das zusammenfegen, den Scheiß. Wir ihn hier eben den Lütten. Den Lütten, das war eben für. So. Hat ihr Mordliste? Ne, leider nicht. Das ist zu schnelllebig, deswegen habe ich keine. Aber mit Ausrufezeichen Mods kannst du gucken, wo wir die Sachen herholen, wo sie erscheinen. Manche kommen, manche nicht. Kennst du Schwarme? Nee. Zeigt mir nix. So, komm. Nehmen wir den Lütten eben. Ich will eben zusammen tüdeln den Kram und dann nehmen wir den alten Deutz und fahren mal los. Da haben wir den Schwader. Genau andersrum. Schwarme, doch irgendwas sagt mir das. Was ist denn, was für ein Zusammenhang denn? Bei Bruchweißen, ist da irgendwas Besonderes? Irgendwas, also das habe ich auf jeden Fall schon gehört. Ich krieg das gerade nicht zusammen, mit was ich das verbinden soll. Niederbayern TV, moin. Speedway, deswegen vielleicht. Mal eben auseinander, der ist auch nicht sauber gemacht. Grasbahn. Ich muss das mal gucken. Irgendwas sagt mir das auf jeden Fall. Also Kartbahn, ne?
Motorradrennen, okay. Ja, Motorradrennen und so, das haben wir hier früher immer in Bremerhaven, Fischereihafen. Fahren wir da mal hin. Das war immer ganz witzig, wenn wir mit unseren aufgemotzten Kisten da ankamen und die dachten, wir fahren da mit und haben uns immer ins Fahrerlager gewunken. Dann stand hier immer im Fahrerlager, das war mal geil, Alter. Kommen wir ganz vorne auf die Tribüne immer rauf. Da war mein Junge noch ganz klein. Habe ich dann immer so Ohrenschütze aufgesetzt. Da ist einer schwimmen. Die Ole Ziege will man natürlich wieder nicht, ist ja klar. Ja, machen wir erstmal. Jungs, was machen wir denn jetzt? Machen wir. Pressen wir? Machen Silagewurst? Nee, komm, ich mache jetzt erstmal das zweite Silo einfach voll. Mal gucken, wie viele Weiden wir da reinstecken. Ich mache erstmal zwei, mal gucken, wie viel da denn drin ist. Sonst machen wir noch zwei Weiden dann weg. Buben ist ja eh nicht da, können wir den seine noch eben mit wegmähen. Düm, düm, düm. Nein, das ist der Bauer 30 da immer noch drin. Da bin ich ja mal Sonntag gespannt, wie Patty mit seinem neuen Lenkrad zurechtkommt. Lenkrad, Farmstick, aber kein Headtracking. Kein Headtracking hat er. Was ein Banause. Dass man so spielen kann. Kein Wunder, dass das mit deinen hier Curseplay, hätte ich was gesagt, nicht klappt. 999. Das muss ich nicht so lange erzählen, bis ich das kauft. Spendieren? Sag ich, weißt du, ich kann dir mal einen Elefanten zeigen, ey. Gerade ich, als wenn ich Geld habe. Ich habe ein Haus, Kinder, da wird nichts mit. Da, nichts hast du da. Kein Cent nicht. Dazu kriege ich jetzt noch Krankengeld. Das gute Leben ist vorbei. Aber wir wollen ja nicht klagen, ne? Das ist wie mit der Krankheit. Es gibt sicherlich immer einen, den schlechter geht. Wenn ich keiner aus meinem Haus rausschmeißt. Sitzt da schön warm hier. Hast du reingepullert oder was? Lass den Rüssel weg. Nee. Wenn du Geld von mir willst, dann zeig dir mal hier, was in den Taschen ist. Töre. Da rettet also, kann das Leben gar nicht so schwer. Hast du eine Ahnung? Hast du eine Ahnung? Nein, und was für Kinder so, das hat man ja gerne. Ich bin ja froh, dass man das kann halt, ne? Auch mit dem Auto, die Versicherung und Tanken und alles, ey, ja. Aber es nützt ja nichts, ne? Man macht halt ja für die Kinder gerne. Oder Junior ja auch, wenn der PC kaputt gegangen ist. Man muss einen neuen halt kaufen, ne? Dann ist, das ist halt einfach so. Was willst du machen? Traurige Kinderaugen kann ich nicht ab. Das konnte ich noch nie. Obwohl ich den letzten Matthias dafür rausgeben muss. Nicht war das? Ich habe auch traurige Kinderaugen. Nee, Patty, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich anders. Wichtig, da sitzen sie mit dem Farmstick, weißt du. Da muss ich sagen, nee, manchmal müssen die Kinder auch Hausarrest haben. Du bist mehr so der mit Taschengeldkürzung und Hausarrest. Ich hasse Werbung, ja, sag ich dir, du. Ich auch. Ich würde sie gerne ausschalten, aber ich kann das leider nicht. Ich kann das nur so minimieren, wie es jetzt ist. Mehr minimieren kann ich leider nicht. Da haben sie einen Scheiß mitgemacht mit der blöden Werbung. Aber ich kann es nicht ändern. Ich würde euch das so gerne ersparen. Opa, oh, Heiland. Was mach ich denn hier? Wow. Also wow, was heißt das? Spielst du jetzt World of Warcraft oder was soll das heißen? Nee, da
Sonntagmorgen streamt er bestimmt wieder. Bin mal gespannt, wie das ist mit seinem Lenkrad. Der hat bestimmt auch so komische Kornkreise und so. Muss die Verluste von Patty ausgleichen. Schafft man das? Das wäre Katastrophe. Toll! Rausarrest erzeugt heute doch nur Jubel. WLAN fast. Ja, das ist so. Aber ich muss sagen, da habe ich wirklich. Ich kann mich wirklich nur an eine Situation erinnern, wo ich. Stress nicht, Meinungsverschiedenheit hatte. Da habe ich dann nur gesagt, so, zu meinem Sohn, der war da. 5, 6, ich weiß das gar nicht. Und da habe ich dann irgendwann mal gesagt, so, wenn du jetzt hochgehst und nochmal die Tür knallst, dann ist was los. Was macht er natürlich? Stapf nach oben, knallt die Tür. Da bin ich hinterhergegangen und habe die Tür ausgehakt und habe die Tür mit nach unten genommen. Und der guckt, der wusste, dass ich jetzt mal die Tür ausbauen kann. Der guckte mit so großen Augen und ist hingegangen, Mama, Papa hat die Tür ausgebaut. Und nach einer Entschuldigung habe ich die wieder eingebaut. Und dann hat die nie wieder geknallt. Bis heute. Er ist im Pool? Hinterher. Das wollen wir natürlich nicht, dass er da im Pool ist, ne? Der hat ein Lenkrad. Der braucht nicht im Pool rumsitzen. Scheiße! Jetzt lande ich im Wasser und reicht trotzdem nicht aus. Mann! Bin immer noch nicht fertig. Oha. Ja, ich glaube, nächstes Mal presse ich auch. Ich mache diesmal noch das Silo voll. Und dann mache ich, glaube ich, mal. Kennt ihr noch diese Silagewurst? Die mache ich dann mal. Also dieses Bein wickeln am Wickel, Stück am Stück an Stück. Zum Gleise hämmern. Und das Internet schalten wir ihn auch aus. Der hat einen Farmstick, der braucht kein Internet. Rundballen? Ja. Dann gibt es keinen Stream. Ach, der kann sich auch anstellen. Hack geht doch bei Nachbarn rein. Ich habe jetzt immer so Werbung angezeigt bekommen für War Thunder. Habe ich früher auch mal ein bisschen gezockt. Muss ich sagen, das habe ich jetzt wieder mal installiert mit den aktuellen Grafiken und so. Also, das spiele ich jetzt abends immer ganz gerne. Wenn wir fertig sind mit Helldriver und so, denke ich immer noch eine Runde War Thunder, muss ich sagen. Das ist ganz, ist echt cool. Schon nicht schlecht. So, das haben wir fertig. Fahren wir nochmal zum nächsten. Nur zeige ich morgen Wrestling auf PC. Oh, ich hätte so gern auf die Playstations. Aber wenn man das Geld sparen kann, dann was soll's, ne? Dann spielen wir es halt auf PC. Jetzt, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, da oben. Mein Jahr. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt der richtige Weg ist. Ah ja, richtig. Toll. Bam, 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 bada, bam. Du hast Urlaub? Krass. Dann schönen Urlaub dir. Das ist ja toll.
Urlaub habe ich auch gerne. Vor allem, ich glaube, wenn ich arbeite, habe ich mehr als genug Urlaub dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, was ich das nehmen soll dann. Dadurch, dass ich so lange krank war. Bis nach Ostern, das hat auch... Oh, schön. Dann mal einen schönen Urlaub. Hast du deine Frau eigentlich wieder aus dem Kofferraum rausgelassen oder liegt die da immer noch drin? Arbeitest du wieder? Ja, ich hatte ja versucht, halbtags zu arbeiten. Das habe ich ganze 3 Tage geschafft. Danach hatte ich so eine dicke Wange, eine Entzündung im Kiefer. Da musste ich noch zum Zahnarzt und alles. Und dann war ich wieder raus. Dann war ich zu Hause jetzt und hat der das so ein bisschen erzählt, wie das so funktioniert hat mit den Füßen und so. Und dann sagte sie, das war keine so gute Idee. Habe mich jetzt weitere 4 Wochen krankgeschrieben und dann soll ich mal gucken, wenn es mir denn gut geht, kann ich anfangen, die Medikamente zu reduzieren und nochmal versuchen, wieder zu arbeiten. Riesig, oder? Ja. Nee, das war nicht riesig. Deine Frau ist so klein. Bleib auch nichts erspart an der Seite, du. Alles auf einmal. Ja, das Antibiotika, was ich denn bekommen habe, das hat dann wahrscheinlich auch noch seinen Dienst dazu getan, dass mir das dann schlechter ging abends wieder. Naja. Es heißt Daumen drücken, dass das wegbleibt, der Scheiß, und nicht wiederkommt. Die letzten Tage ist ja wieder schlimmer geworden. Da habe ich keinen Bock auf Wiederholung, ehrlich nicht. Ich möchte das nicht mehr, dass das weh tut. Was hast du denn? Ich habe angefangen, dass ich unter den Fuß sowas halt gespürt habe, als wenn du auf irgendwas rumläufst, als wenn der Socken nicht richtig sitzt. Dann dachte ich, das ist so eine Ermüdung des Fußes vom vielen Laufen. Ja, bin dann ein halbes Jahr später, muss ich dazu sagen, erst zum Arzt hin, weil es arbeitstechnisch halt, die Kollegen waren halt nicht da und ich habe gewartet, bis alle wieder da sind, weil es nicht wehtat auch. Dann, als ich hingegangen bin zum Arzt, hieß es dann, jo, du hast Diabetes und durch den zu hohen Zucker über Jahre habe ich eine Nervenschädigung. Und das sind unfassbar dolle Schmerzen, wo es auch kein Schmerzmittel zu gibt. Das habe ich 2 Monate Tag und Nacht mitgemacht, maximal 1,5 Stunden Schlaf. Und jetzt ist das ja über 4 Monate her und wird so langsam besser, aber die letzten Tage halt auch ein bisschen schlimmer wieder. Naja, mal gucken. Also zur Erklärung, ich habe selber Schuld. Ich habe ja gelebt, auch wie Sau gelebt, muss man sagen, ne? Bin jetzt Mitte 40 und die 150 Kilo, die ich vor 2 Jahren hatte, die kamen ja auch nicht irgendwo her. Ich habe natürlich alles Müll in mich reingefressen. Deswegen kann ich immer nur sagen, Leute, ihr könnt ja alles trinken und essen, aber ne, nur in bestimmten Maße, ne? Die 150 Kilo, die ich hatte, waren nicht gut. Und das, was ich jetzt dadurch habe, auch nicht. Junge, Junge, man merkt, dass ich nur noch LS in the Hunter gespielt in letzter Zeit. Weiß gar nicht, ob Assassin's Creed immer noch... Oi, hey, Heilund. Übernehme dich nicht, Heiko, ne? Anfang mit April kommt eine neue... Cool, bin ich mal gespannt. Du Armer, ja, ich, wie gesagt, ist ja selbst verschuldet, ne? Hab jetzt 70 Kilo abgenommen innerhalb der letzten 2,5 Jahre. Ja, kommt wohl so hin, ne? Wenn man alte Clips und so von mir hier noch sieht, da sieht man das noch, ne? Da ist ja... Da war mein Gesicht ja doppelt so breit. Das lag nicht an der Kamera. Ja, was ich gesehen habe gestern, wo ich die PlayStation wieder fit gemacht habe, da gab's... Ich kann das NBA jetzt auch zocken. Ich habe früher sehr gerne so Eishockey und Basketball und solche Sachen gespielt auf PC. Also Fußball war nie so meins, aber so Basketball und Eishockey fand ich immer sehr cool. Mal gucken. Musst du spritzen? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich bin in so einem Wert, ich nehme morgens und abends eine Tablette. Und das Ziel ist es, wenn ich denn das mit den Schmerzen, mit den Nervensachen los bin, möchte ich irgendwann ohne Tabletten wieder auskommen, ne? Und jetzt, ja, für alles drum und dran, was ich jetzt brauchte die letzten Tage, nämlich pro Tag 23 Tabletten. 2 für Zucker und den Rest für Nervenschädigung und der Entzündung. Jo, Niklas, dir auch. Mach gaut. Bin heute eine Woche Nati frei. Ich hoffe, halte durch. Keine Süßigkeiten mehr, hat einfach keinen Sinn. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer was da, hier auch zu Hause, weil man muss da halt mit leben, ne? Du darfst halt, also mein Ziel ist es zum Beispiel, jetzt nur 2-mal in die Milky Way-Tüte zu greifen und nicht 50-mal und sagen, oh, ist ja leer. Weißt du, das klappt eigentlich ganz gut. Oder auch so eine Rolle Chips, die teile ich mir ein. Die reicht dann auch nicht mehr 30 Minuten, sondern 3 Tage jetzt halt, ne? Aber so ganz ohne möchte ich auch nicht, dann wär's ja bescheuert.
Außerdem will ich ja nicht noch weiter abnehmen. Ich hab noch einen Hungerhaken, Alter. Kommt eine leichte Brise, dann will ich weg. Am geilsten war, wo ich mich selber kaputt gelacht habe, ist früher die Tür beim Verkauf bei uns auf der anderen Straßenseite. So eine große Doppelglastür, ne? Da bin ich hingegangen früher, hab die so aufgerissen und bin durchgegangen. So, dann war ich da ewig nicht drüben und hab dann, ja, wo ich jetzt die, weiß ich nicht, 60, 70 Kilo dann weniger hatte, war noch ein bisschen früher. Alter, da bin ich zur Tür gegangen, wollte ich auch so aufziehen, wie ich das kannte. Und dann dachte ich erst, die ist abgeschlossen. Dann musste ich mit beiden Händen daran ziehen, um diese scheiß Tür aufzukriegen. Alter, ich hatte gar kein Eigengewicht mehr. Ich habe diese scheiß Tür fast nicht aufgekriegt. Das ist jetzt voll der Akt für mich, diese Tür aufzumachen. Junge, Junge, du. Da stand ich erstmal selber und habe mich erstmal selber Schrott gelacht. Geht diese scheiß Tür nicht auf, Alter. Hilfe. Weiß ich, was du meinst. Ich steuere mit den anderen Dingen gegen ein wenig... Studentenfutter. Ja, genau. Nüsse ist auch gut. Hier, ich esse gerne immer ein paar Walnüsse und Erdnüsse dann halt. Und ich sage ja, wo ich jetzt, was ich mir auch wiederholen will, sind mal wieder ein paar Möhrchen, die man reiben kann, ne? Das ist immer eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Wenn du 4 Wochen schaffst ohne Schoki, dann wird's einfach. Ich hab. Das weiß ich ja, ne? Wo ich zu Anfang der Diät, wo ich da auf Zucker verzichtet habe. Das war ja nach 4 Wochen dann auch, wo ich dann, ich hatte dann mal so eine kleine Cola mir geholt und habe die mal wieder getrunken. Ey, dann weißt du erst, wie süß das ist, ne? Und das war mir wirklich, da habe ich von gelebt, von Coca-Cola, ne? Aber danach habe ich die getrunken und das war eklig süß. Ich kann heute keine Cola mehr trinken. Viel zu süß. Viel zu süß, Alter, ey. Geht gar nicht. Kann das nicht trinken mehr. Muskat oder Vanille, ja. Nee, ich finde dann ja wirklich Zuckerersatz halt, ne? Aber wie gesagt, wenn ich hier mal ins Bonbonglas greife, 2-mal oder so, ist ja auch in Ordnung, halt, ne? Man sagt halt ja nur nicht übertreiben, ne? Das ist ja immer das Geheimnis. Bei mir war es ja so, nach den ersten 4 Wochen war das schwer, aber danach war das ja easy, ne? Also nach den 4 Wochen hat mich das gar nicht mehr interessiert. Hat sich der Körper wohl schnell daran gewöhnt. Machen wir mal eben sauber, bevor den wir wegstellen. Und bam, bam, bam. Ey, so. Einfahren generell und wie sie hier fahren. Sprich, ich fahre die Kiste ein und wo bekomme ich eine AMG-Jacke her? Also bei den normalen Autos, also bei AMG hast du es auf jeden Fall mit den Einfahren. Weil da ja ist klargestellt werden muss, dass du das nicht hochjagst, das Ding, ne? Bei den normalen Autos habe ich das schon lange nicht mehr gehört. Einfahren. Ist eine eiskalte Dr. Pepper und eiskaltes Malzbier. Ja, also das muss ich auch sagen. Im Sommer eiskaltes Malzbier, da... Du weißt ja auch, ne? Wenn du dann eins dir mal reinhaust, ist ja auch nicht schlimm halt. Muss halt dich zügeln. Und nicht gleich den ganzen Sechserträger wegnuckeln. Aber das ist geil, oder? So richtig eiskaltes Malzbier ist doch richtig geil. Damit kann man arbeiten. Hab ich gerade gedacht, scheiße, ist der groß, Alter. Oh, hier sind die Scheiben wieder so dunkel, wa? Ja, sieht man. Merkst du gleich von drin. Das müsste nur von außen sein. Von innen ist immer doof, wenn das dunkler wird. Hier geht's jetzt noch, aber... Seliermittel ist noch ein Bacon, was er. Das ist alles okay? Ja, genau. Man muss nicht gleich in den roten Bereich rein, ne?
Mein Magen erzählt dir was anderes von wegen geil, wenn eiskalt. Oh ne, ich mag das wirklich. So ein richtig kaltes Malzbier. Langsam genüsslich reintrinken. Schön. Das ist echt ein großer Schlepper, ne? Krass. Das musst du ja wohl mit deinem Mercedes-Händler vereinbaren. Die kriege ich ja nicht mal ich. Die Zeiten sind vorbei. Da gibt es ja nicht mehr Kalender oder Stifte. Vor 20 Jahren war es alles so schön. Da hast du so viele Sachen gekriegt immer. Heute gibt es nichts mehr. Nee, echt nicht. Kriegst du gar nichts mehr. Alles, was ich auch selber habe, muss ich bezahlen. Da gibt es nichts mehr. Ich bin ja auch kein Fischhändler. Herrschaftszeiten. Weiß ja nicht, wie du den verärgert hast, dass er dir keinen Fisch verkaufen will. Da muss ja irgendwas gewesen sein. Ja, ein paar gute Sachen gibt es da wirklich, ne? Auch so meine Jacke, die ich habe und sowas, muss ich sagen. Sieht gut aus und ist wirklich top. Wenn du einen LKW abholst, gibt es noch was? Ja, das ist noch eine andere Welt. Das ist ja auch getrennt. Truck und PKW sind ja komplett jetzt zwei verschiedene Sparten. Früher war ich auch Feuer und Flamme für AMG. Mittlerweile ist das hier der Region zu sehr mit komplexen, kompensierenden. Ja. Das war ja früher bei BMW auch mal so, ne? Aber heute ist AMG auch nichts mehr Besonderes in dem Sinne. Das hat ja nun, ich sag mal, selbst so viele 18-Jährige haben eine A-Klasse AMG, ne? Die leasen sich die Dinger einfach, ne? Juckeln die 2 Jahre durch und dann nächster und fertig. Also vor 20, 25 Jahren, oh guck mal, kommt ein AMG auf dem Hof. Was ganz Besonderes. Da musst du noch genau gucken, was sie für Öl kriegen. Und was da an Besonderes alles ist und. Heute ist scheißegal. Es ist wie jedes andere Auto halt, ne? Mit riesen Kutschen, ja genau. Aber es kommt halt, das sind die, sag ich mal, guck mal, ich muss jetzt mal überlegen, wenn ich jetzt ausgelernt wäre, ne? Und es heißt für mich so, ich bleibe in der Werkstatt und arbeite da, kriege da meine paar Euro im Monat und habe da voll den Stress. Oder aber, hey, ich gehe ans Band, mache da einfach nur denselben Scheiß jeden Tag und kriege dafür aber das Doppelte oder Dreifache an Kohle plus Zulagen, Jahresbeteiligung von 7.000 bis 10.000 Euro. Ne, so, was würde man machen, ne? Ich glaube, dann würde ich mich heutzutage auch dazu entscheiden, weißt du was, ich gehe ans Band und hab mein Geld. So, und dann kannst du dir auch erlauben, den AMG zu fahren. Hätte mich, glaube ich, denn in dem Alter nicht anders entschieden. Solange die Industrie da so viel bezahlt, sieht das halt für den normalen Berufe halt echt ziemlich mau aus, ne? Da kannst du nicht mithalten. Schwierig, schwierig, schwierig. Auf 0,5, genau. Deswegen ist meiner auch teurer wie deiner, weil meiner noch kein Hybrid ist. Wie die das finanzieren, das gibt über die normalen Leasing-Angebote. Als Mitarbeiter kriegen die wahrscheinlich ja noch super Angebote. Zum Beispiel so eine, ich habe mal gesehen, so eine Klasse in AMG-Style. Eine aktuelle A-Klasse, das war ein Angebot, meine ich, für 250 Euro im Monat. Ne? Das ist ja TÜNEF. Und dann, ich weiß nicht, was kostet denn der AMG? Was weiß ich, lass doch 400 im Monat kosten oder was, ne? Je nachdem, wie viele Kilometer die fahren. Erstmal wieder weg, die Hunde. Ja, viel Spaß beim Hunde ausführen. Aber jetzt sind China bauen. Ja, das sind ja auch immer mehr. Und die großen Firmen, wenn man die so hat, ne, mit ihren Leasing-Autos, da wechselt das gefühlt jedes Jahr so, ne? Oder 2 Jahre. Ein Jahr fahren die Mercedes, ein Jahr fahren die Audi, ein Jahr fahren die BMW. Ist wahrscheinlich Zufall, dass da immer mal wer der günstigere ist, ne?
ist mit Sicherheit abgesprochen, wird er sicherlich nichts. Nee. Naja. Ja, im Moment ist wieder Audi VW mit die günstigen, wie ich das von meinen Kunden so gehört habe. Aus Bremen kommen, bin gespannt, jo. So, dann hauen wir da mal rein. So, gefällt mir so eigentlich ganz gut, der Deutz. Das ist der aus der Fuscher-Garage. Und den Sound, den der war bei den Farming-Dudes. Deswegen wollte ich den dann nochmal gucken. Das ist ein riesiger. Ach, hier liegt die Kuh ja noch drin. Ob wir die überzeugen können, da rauszugehen, wenn wir das da einfach drin auskippen? Ja, war. Oh, jetzt habe ich wieder einen Fahrfehler gemacht. Vielleicht sollte ich das auch einfach in der Mitte nur hinschütten und gar nicht so links oder rechts. Löwenfuzzi, boy. Also 4 km/h ist, glaube ich, nicht schlecht. Müsste ja genau hinkommen, die Zone, wenn wir hier so reinfahren. Kann halt irgendwo auch. Ja, genau. Habe ich heute den Kall auch noch geschrieben nochmal. Dass es geil wäre, wenn die jetzt mal bald kommen würde. Auf Daumen drücken, dass Giants da schnell das Ding durchwinkt. Also, es ist wirklich gut. Macht mir wirklich viel Spaß. Da können wir auch Gülle fahren, da liegt der Schlauch schon. Manuversystem ist drauf. Güllefahr steht auch schon bereit. Geile Map, geile Gerätschaften. Toll. Da sieht man ja gar nichts hier, so. Schon gesehen, gibt nun einen Fix für das DLC-Fruchtfehler von der roten Beete. Ja, habe ich gesehen. Aber ist das, ich habe da nie irgendwas von irgendeinem Fehler mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab das auch noch nicht durchgelesen. Testing-Seite ist sie nicht mehr. Ist sie nicht mehr? Oh, dann gehen die bestimmt zurück, wa? Oder sie kommt heute raus. Du guckst ja auch nie in den Lack, das ist richtig. Bei mir ist immer, wenn läuft, dann läuft. Aber das läuft, kann ja nicht so irgendwie relevant gewesen sein für den normalen Spieler, oder? Oder war da irgendwas? Kann man leben, aber nun muss man damit nicht mehr leben. Achso, ja gut. Wenn das von mir spielerisch nichts ausmacht, das mir wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, Jacke. Ja, Löwenfuzzi, danke für die Szene der Serie. Krass. Dankeschön. So, haben wir das dann mitgekriegt, ne? So. Oh, ein Hopp.
Aber das war noch Zeiten, wo das Lied rauskam, du. Da war die Welt noch in Ordnung. War ich 18 oder 19. Autoanlage voll aufgerissen. Und los geht das. Ab zu Meckes. McDonald's mochte ich nicht. Also, mögen schon, aber ich wollte da nicht hin, weil alle immer durch den Drive wollten. Und mit meinem Auto ging das nicht durch den Drive. Der war so tief. Da war der Bremsvogel immer die Gefahr. Wir waren noch oldschool und sind in ein Restaurant reingegangen und haben dann schöne Schnitzel bestellt oder ein Steak. Da möchte ich unbedingt hin, nochmal Schnitzelkönig in den Harz. Da muss ich unbedingt hin, ey. Wenn ich gesund bin, das muss ich mit angehen als erstes. Da träume ich ja schon schlecht von. Müssen wir bestellt Community-Treffen beim Schnitzelkönig. Oma, moin, sei gegrüßt, hi. Pferdewurst mit Kartoffelsalat aus Kohl. Pferd habe ich nie gegessen. Ich hätte heute von Lidl diese aufgespießten Hähnchenstücke. Denn schön esse ich manchmal richtig gerne. Einfach Kartoffeln platt treten und schön einfach nur ein bisschen Margarine mit rein. So ganz eben. Oh, schmeckt das herrlich. Dann komme ich rüber. Ja, geil. Stimmt, von dir ist das ja ein Hupfensprung, ne? Oh, bin voll, ja. Jau, ha, geil. Ja, da war ich noch nicht. Ich kenne nur die ganzen Reportagen und Videos darüber und ich muss sagen, oh, sieht so lecker aus. Ah, oh, da hätte ich so Bock zu. Also, ich weiß gar nicht. Ich bin gar nicht wie in der großen Portion, das schaffe ich ja eh nicht. Aber so einfach normal schön da einfach sitzen, essen, das alles mal angucken. Da habe ich Bock zu. Quer durch den Harz. What made you? Hi, it's Alteiche. It's coming soon in Mod Hub. Mal gucken, ob wir es hinkriegen hier ohne Platz zu fahren. Natürlich jetzt erstmal einen doofen Haufen hingesetzt. Ich habe auch gar keinen Verteiler, den muss ich mir dann auch noch holen. Weg, du blöde Kuh! Ja, guck mal, nächstes Mal fahren wir nochmal rechts lang und dann müssen wir einmal platt fahren. Okay. Da steht mein schönes Güllefass schon parat. Oh, schön wäre das. Mit dunklen Scheiben ist echt nicht so meins, ne, muss ich sagen. Das ist wieder. Der wahrscheinlich wieder so ein Grund sein, warum ich hier nicht ganz so lange fahre. Noch 5 Minuten. Jungs, das dauert noch 5 Minuten. Die dürft doch nicht jagen. Marcel, danke für dein Follow. Moin, moin.
Ich muss erstmal die kleinen Sachen hier einsammeln, ey. Das hält mein innerer Monk sonst nicht aus. Das muss weg. Das kann ich nicht haben, wenn da Flecken sind. Dein innerlicher Panda. Nee, der kann nicht. Der massiert die Füße. Hätte ich einen innerlichen Panda, würde der nichts anderes machen, außer Füße massieren. Das glaubst du ja wohl. Und mir beim Kuchenessen zugucken. Da macht er Arbeitsverweigerung, aber sowas von. Da kennt man sich schon so lange, weißt du. Aber so ein scheiß Fuß anfassen ist nicht. Weil sollte ich ihm zum 40. Geburtstag irgendwie so Marzipanfüße zuschicken. Das wäre bestimmt geil. Martin an den Fuß. Blablabla. Marzipan mit Käsegeschmack. Also soll ich mir das Wrestling-Spielen holen und bevor ich das stream, erstmal so ein, irgendwie so ein Panda bauen. Um den dann richtig da einzuschenken. Bis der die schwarzen Flecke verliert. Raus Powerbomben, quasi. Weil der wird sich noch wünschen, die Füße anzufassen. Und danach, wenn er fertig ist mit Massieren, muss er Butters Matthias bringen. Stell ich zum Arzt. Jo, alles klar. Matthias, wo? Martin. Harzer Käse im Fußraum. Alter, harzer Käse, das stinkt aber auch, ne? Also das muss man wirklich wollen. Also den mache ich überhaupt nicht riechen, ne? Wenn der im Kühlschrank liegt, da kriege ich eine Krise. Das ist wirklich überhaupt gar nicht meins. Den Matthias auf... Achso. Manni habe ich gefühlt schon einen Monat nicht mehr gehört. So, guck mal, dann haben wir die schon fertig hier. Ich weiß nicht, ob wir da mal eben platt fahren müssen oder was. Ich habe nur, glaube ich, gar nichts mit Gewichten und Schilden und so. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Da kann der alte Zirion das einmal eben platt bügeln. Schön das hier aus, ne? Hab mich auch so wirklich in diesen Hof hier verliebt. Der ist so schön. Toll. Schön, aber selten. Bis er wieder festhängt.
So, ja, ich versuche einfach mal die Serie mal eben schnell da ein paar Mal rüber zu fahren, dass das platt werden. Das muss ja wohl funktionieren. Ohne Jagd. Da sind wir bei. Hängen wir den Düngestreuer mal eben ab. Hey Yogi, moin, na? Schönes Wochenende voraus, wünsche ich dir. Eben eine Kuh hier mit ein. Macht er das platt? Wir müssen nur mal eben schnell testen. Wenn nicht, muss ich mir noch mal so ein bisschen Werkzeug zum Verteilen und so holen, aber ich habe noch nichts. Ich glaube, das können wir uns klemmen. Ich glaube, das geht auch so. Ach, hier habe ich wieder ein bisschen früh angefangen, wa? Die Kuh bauen wir einfach mit ein. Scheiß drauf. Das hier macht die Kuh. Die stecken wir da rein. Die bauen wir ein einfach. Ist doch egal. Da bin ich mal gespannt. Oh, GZ. Guck mal, wir beide reißen das wieder. Da bin ich mal gespannt mit der Map. Wenn die jetzt aus dem Testing raus ist. Das kann ja nur heißen, entweder hat er sie wiedergekriegt. Oder die kommt jetzt irgendwie heute im Mod-Up oder was. Scheiß Bot, verstehe ich nicht. Was hast du denn gegen den? Ist doch voll der Nette. Muss ich noch springen? Tatsächlich. Na, Yogi, was macht das Mapperland? Also im grünen Bereich. Diese Würfel muss ich mir noch aufs Streamdeck legen. Heißt erstmal von Helldiver alles auf dem Streamdeck. Den braucht man nicht immer so lange wählen. Düm, düm, düm. Oh, guck mal hier, Weiheracker kommt reingeredet. Moin, moin. Haben wir die Uhne? Hat die Fuhren? Nein, die Feinde kaputt. Moin, moin. Danke für den Raid. Hallihallo an dich und deinen Zuschauer. Das kommt jetzt bestimmt aus der echten Landwirtschaft. Da gucke ich auch mal gerne zu. Ich alter Lorca. Ich weiß gar nicht, wer hat denn bei dir geguckt? Das ist noch gar nicht so lange her. Vor 2 Tagen irgendwie? Vielen lieben Dank für den Raid. Und danke für den Shout. Nee, schau mal, Shout muss ich selber machen. Ist ja gar keiner da. Duck. Aber ich glaube, den kennt ihr mit Sicherheit auch schon, ne? Uiuiui. Doch, das hier macht er so ganz gut eigentlich. Oh, verdichtet schon 100%, da siehst du. Mir war auch so, als wenn Butters irgendwas gesagt hat, dass er es eingetragen hat. Können wir noch mal so einen Verteiler gebrauchen, vielleicht. Weg mit dir! Du ulle Kuh! Dafür testet man ja. Arbeit für die Woche, check. Einkauf, check. Wochenende, let's go. Wie schönes Wochenende dir. Sogar schon einkaufen warst du, mein lieber Herr Gesangsverein. Was macht die Ziege eigentlich im Pool? Was? War ich im Pool? Ha! Ja, dann hat sie wohl Waschtag heute. Lass mich doch auch mal, die hat nicht so gute Flugeigenschaften. Das ist immer schwierig, die im Wasser rein zu manövrieren.
Die wehrt sich immer mit Hufen und Hörnern. Hätte ich das mit der Kuh hier noch gewusst, hätte ich natürlich lieber Ballen gemacht, aber... ja, dafür testet man halt mit, ne? Dafür testet man und spielt mit. So, guck mal, das sieht schon gut aus. Lassen wir es hier mal eben stehen. Ach, der hat wieder beides, ne? Ich bleib dabei. Ich finde dieses Vertex-Ding doch noch ein bisschen besser mittlerweile. Hör doch mal auf zu fressen, das ist doch noch gar nicht siliert. Late Night Moin, hi. Einkaufen habe ich generell wenig Lust zu. Aber bevor ich morgen früh gar keinen Bock dazu habe, zwinge ich mich frei. Ja, würde ich auch machen. Das würde ich auch machen. Oder manchmal auch morgens um 7 gleich bei Aldi schon stehen. Macht die scheiß Tür auf, ich sehe euch doch da drin. Vielleicht, wo es jetzt euer ist, ne? Völlig. Wie man das noch mit ihm verbindet, ne? Er hat immer diese scheiß Dosen da reingeschmissen. Ja, ich setze mich ja schon richtig hin, meine Herren. Also ich will noch mal eben wissen, wo die generelle Einfahrt wäre für die Weide. Fahren wir da hinten mal eben durch. Oh ne, fangen wir. Sehe ich aber noch ein paar ne. Ich gebe dir die Blechdose. Patti spielt morgen mit Lenkrad. Und Farmstick. Aber ohne Headtrack. Er ist so semi-professionell. Nicht morgen, wie nicht morgen? Ach, morgen ist Samstag ja, ne? Oh, ich weiß schon wieder gar nicht, welcher Tag ist. Sonntag, Entschuldigung. Stimmt, morgen spielen wir Wrestling. Da hauen wir dem Panda die Flecken aus dem Fell. Nee, das schafft es mal. Dann kommen sie. Ja, morgen will ich das mal machen. Mal gucken. Ich würde das gerne mal mit dem PlayStation-Controller versuchen. Aber hoffentlich sind da nicht wieder... Das ist manchmal ein bisschen doof, wenn dann die... ja, Controller vom Xbox kommen und PlayStation hat die anderen Symbole. Boah. Das kann mich denn schon verwirren. Die Kurve gut fahren. Ey, toll. Boah, der kann fahren. Der kann fahren. Dann müsste ich heute Abend am besten das Wrestling-Spiel noch annehmen, installieren und gucken, mit welchem Gamepad ich das spiele. Wenn das gar nicht geht, muss ich morgen noch losfahren und mir ein neues Gamepad kaufen. So ein Xbox-Controller. Kepling, hi. Guck mal, wie der da lang rast. Voll der Irre. Sau. War zu schnell, ja. Guck mal, wer wieder drinnen sitzt da. So ganz lässig. Ellbogen. Auf dem Poolrand. Deine ganzen Rinder verkaufen? Wieso?
Wegen meinen Rinderrouladen oder was? Okay. Das ist ja merkwürdig. Hier riecht es ein nasser Ziege. Ne, jetzt ja nicht mehr. Dass du deine Nase hast, ist nasser Panda. Muss aber gucken, entweder nasser Panda oder wenn Patty drin sitzt, nach so einem alten Lappen. Alter nasser Lappen, so einem alten Feudel. Aber verkauft, neu gekauft, schon ging's wieder. Hm. Ist ja merkwürdig. Was ein Affen riecht, sei. Nach schwitzigen Affen. Hä? Manchmal will der auch einfach nicht. So ein Lümmel. Mit dem nächsten Ladewagen bauen wir die Kuh ein. Ob sie will oder nicht. Kuxi, moin, hi. Geruchsblind. Farming LS mit Geruch. Da kommt bestimmt noch. Bevor der dynamische Boden kommt. Jetzt fahre ich nämlich hier raus. Scheiße. Naja. Müssen wir mit der Schaufel arbeiten. Ich glaube, für das Silo reichen die beiden Weiden. Können wir die nächsten dann doch lieber mal Silageballen machen, ne? Die Wurst macht nur Sinn, finde ich, wenn das Nagel noch im Hof ist. Da machen wir Ballen, wickeln die ein. Fertig. Ja, gar nicht, wie gesagt, immer wieder wundere ich mich gerade, ich habe gar nicht auf dem Zettel, dass dieser Deutsch so groß ist, ey, krass. Hier kommt auch diesmal ein bisschen was vorüber, weil wir das zweite Mal schon abgemäht haben und dementsprechend auch gedüngt haben und so. Und natürlich Siliermittel, wie es euch sein sollte, wie es sich gehört, im Tank drin ist. Muss man ja erwähnen. Ich kann nämlich gleich wieder düngen hier schnell. Die nächsten Felder können wir wahrscheinlich schon mal mit Gülle machen. Bin ich mal gespannt. Und Mist. Mist haben wir dann auch schon. Miststreuen habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Irgendwie, du weißt doch fast alles. Du, ja, muss ich ja. Das ist mein Job, alles zu wissen. Und wenn du das nicht weißt, sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit. Jetzt solltest du die Liebe aufzufüllen. Ja, genau, das hat gefruchtet. Das war wahrscheinlich einfach Zufall. Wahrscheinlich hat Uwe den Ladewagen gekauft und das eingefüllt. Aber irgendwie freue ich mich jetzt auch auf das Wrestling. Aber am PC, oh Mann, nö.
hoffentlich geht das gut mit dem PlayStation-Controller. Das würde mich am meisten freuen. Wenn du kreist den Flugzeugträger. Die Lagerbahn können wir, glaube ich, auch hier oben machen. Ich glaube, der hat da oben gar keinen Silo, wenn ich das richtig weiß. Hast schon vieles ausprobiert auf der Talbahn. Die Fischkisten. Da suche ich einen Anhänger. Am besten mit Autolot. Bis jetzt finde ich keinen. Der eine Anhänger schmeißt mir die Kiste. Ach, okay. Da muss man mal warten. Ich weiß jetzt nicht, wann der von Micha kommt. Weil der hat ja auch Autolot. Die ich hier nutze. Ich habe noch keine Ahnung, wann er damit durch ist, dass der rauskommt. Aber das wäre dann bestimmt einer. Denke ich. Mal schnell zwei Bilder machen. Wieder machen wir auch Paletten. Ne, da gibt alles. Da geht Ballen. In allen Ausführungen Paletten kannst du alles konfigurieren. Hier, mal gucken. Dim, dim, dim. Da. Eckige, runde Ballen und dann hier alles mögliche an Flüssigkeitstanks, Big Bags, Schlauch, bla, Sülz, blubber. Also geht alles. Sogar die Schläuche für die Gülleverteilung. Krass. Aeropaletten, Übergröße, Big Bags, ach alles. Guck mal. Gemüsepaletten, Metall, Hundehütten. Ach, hier was gemacht? Okay. Habe ich auch noch nicht gehört. Bum, 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 bum. Ich schau mal. Ja, kein Problem, lade ich hoch. Ah, nee, brauch ich ja nicht. Ist ja hochgeladen. Musst du nur rankommen können. Moin zusammen. Schönen Start ins Wochenende gewünscht. Hör mal. Jetzt, moin. Schönes Wochenende dir auch. Ich hoffe, das wäre so richtig schön. Also müssen wir noch einmal kurz vorher platt fahren, bevor wir den letzten Anhänger holen.
Da klebt ihr über. Das mache ich ja gar nicht leiden, sowas. Da müssen wir wieder schaufeln. Naja. Gibt ja Schlimmeres. So, machen wir mal eben wieder ein bisschen Blatt, dass wir die letzten Dinge da auch noch eben raufhauen können. Nützt ja als nix. Oh. Kann man anpflanzen noch irgendwo? Diese Saatgut müssen wir noch holen. Weißt du, was ich sehe? Wo? Was? Wer wo? Walzenmagger? Was? Ich habe leider noch keine Verteilung. Ich fahre jetzt einfach so stumpf mit dem Zierin rüber, bis ich dann irgendwann mal mir das leisten kann. Ah, der macht das soweit ganz gut. Wir haben noch nichts anderes. Und die Kühe laufen mir hier drüber. Die machen das. Das ist wie mit den Schafe am Deich. Bei mir machen das die Kühe hier. Ah, der ist eingetragen. Guck mal, wie schnell der das verdichtet, ey. Können wir schön in Ruhe platt fahren. Muss das nur nochmal eben machen, dass wir mit dem Ladewagen aufkommen. Und in der aktuellen Version ist das mit den Kühe, meine ich, auch schon behoben. Wie ist das wieder hingekommen? Was, das mit den Kühe? Das ist, wie ich sage, ich habe das gesehen, normalerweise mit Schafe am Deich. Dann habe ich gesagt, dann konnte ich auch Kühe zum Verdichten aufs Silo schmeißen. Ist doch klar, oder nicht? Also, ich habe eine neue Lieblingskombo. Ich habe hier echt ein richtig geiles Geschütz, muss ich sagen. Ascaro kommt wieder reingeredet, der alte Mapper. Moin, moin. Bin mal gespannt, wie lange Giants für deine Map braucht. Klar, ist klar. Ja, sag ich doch. Vielen lieben Dank für den Raid wieder. AL-Erweiterung, okay. Nächstes Mal habe ich auch das richtige Verteilerwerkzeug und so. Hoffe nicht so lang, da bin ich mal gespannt. Ja, Kühe, ich weiß. Schön verdichten. Nicht lange Mu machen. Einfach auch mal verdichten so ein bisschen. Hier wird gearbeitet. Hier wird gekrotzt und nicht gekleckert. Nicht mal in den Testings, okay. Ja, die hier ist aus den Testings raus. Ich weiß nur nicht, was das heißt. Ob das automatisch heißt, er hat sie wiedergekriegt oder ob man hier hoffen kann, dass es rauskommt. Hummelstream, wo? Reiner Moin, da? So, pass auf, jetzt haben wir es genug platt gefahren. Dann verdichten wir ja die Kühe. Ich habe das schon gesagt. Wie die Schafe auf dem Deich, habe ich die Kühe auf dem Silo. Da häufig nutzt. Ja, der ist, ich finde den wirklich ganz cool. Der ist ja so ein bisschen auch jetzt fertig gemacht, dass das mit den Schlauchverbindungen alles hinhaut und sowas. Und mit den Anschlüssen alles. Dann von Ruby habe ich den Tank hier noch. Den hat Badass dann gemacht, dass der dazu passend ist. Der, pass auf. Pass auf. Manchmal freue ich mich ja über so Sachen, ne? So, du weißt das ja mit deiner Saatkombi damals auch. Es gibt ja so Sachen, da freue ich mich einfach drüber. Und hier freue ich mich auch richtig drüber. Ich so wie AE als MB-Track-Fan, ne? So. Ich dachte erst, das haut nicht hin, das schafft er nicht, aber der schafft das. Ah, es ist herrlich. Guck dir das Geschütz an. Ja,
brauche ordentlich Gewicht vorne dran, aber guck dir das an. Ist das nicht schön? Und denn, wenn du so viel Saatgut verbrauchst, überhaupt kein Problem. Guck mal, wie das passt auch, ne? Das passt genau. Kannst du einfach runter machen, machst du auf und füllst von hier oben dann einfach den Rest rein. Geht noch ein bisschen rein, jetzt können wir mal gucken. Ich glaube, ist noch was drin. Füllst einfach über, ist schon leer. Und das läuft. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So macht das Spaß. Schaukel, Wipp, Wackel. Aber ich muss jetzt gleich noch eben Saatgut holen. Bevor wir nächstes Mal wieder ins Trockene pflanzen. So. So, wenn du das alles nicht mehr brauchst, abstellen und fertig. Finde halt einfach geil. Ja, wie das Neues ist. Ja, heftig, ne? Ich wusste auch gar nicht, dass da drüben mir erstmal erzählt, was du hier alles kannst. Kannst ja hier, Ärzel, guck mal, da werd ich weich bei. Wenn ich hier die Einspritzpumpe sehe und so. Mensch, du. Da werden noch Erinnerungen wach. Ich riech das sogar schon in der Nase. Ich riech es. Ich kann es riechen. Hier vorne kannst du alles aus- und einblenden. Was die alles da gemacht haben, ist irre. Das ist irre. Ah, okay. So, dem Autoload habe ich von wohin Mod. Ja, von Universal Autoload eine Datei bekommen, wo man Sachen von der Hochwerke. Ah, okay. Ich rieche es auch. Da hast du stundenlang die Finger schön nach Diesel gerochen. Ja, ist schon geil, was die Jungs so machen, ne? Und damit kannst du ja nicht nur Saatgut und Dünger, damit kannst du ja auch dann mal eben füttern oder von der Produktion schnell hin und her fahren, irgendwas, ne? Wie es alles schaukelt und wippelt und wackt. Und wie gesagt, bei denen im B-Tag ist mir gleich aufgefallen, da ist die Kabine einzeln, ne? Nicht wie früher die Telefonzelle. Guck mal, hier ist wirklich alles einzeln, ne? Das bewegt sich, das wackelt. Am geilsten, guck mal, der Knauf hier. Das ist, siehst du das, wie der sich dreht? Das ist einfach wie früher, ne? Das Ding ist lose und durch die Vibration bewegt sich das. Finde ich endlos geil. Oder auch bei dem hier. Hier ist ja einiges dran gemacht worden schon wieder. Allein der Auspuff. Guck mal, wie der zittert. Schön. Hat so einen Rüben gerodet. Geil. Mike, moin, hi. Ich rieche es auch, Jensel. Nicht wie ein unangenehmer Furz, sondern da wusstest du denn, oh, ich glaube, hier wird gearbeitet. Mit Rückfahrt, ja, geil. Ja, so müssen wir auch mal wieder häckseln. Das haben wir auch schon ewig nicht gemacht. So. Was willst du denn S22 noch Neues bringen? Und dann kommen, ja, um die Ecke, ja. Ja, ist auch geil, also ist auch von auch Rübi, da habe ich jetzt ja auch, der war dann bei uns im Discord. Und dann hat er Stream angeschmissen und hat dann mal eben so ein bisschen gezeigt, was er da an MB-Trucks hat und was die können. Und wie das aussieht, ne? Und wie schnell er da Maya irgendwas rumfummelte. Das ist schon verrückt, wirklich. Ich sage ja, es gibt immer auch Sachen, die wir nie zu Gesicht bekommen, womit die Jungs, die sich das bauen, einfach zocken. Das ist schon geil. Da bin ich ja dankbar, dass von Rübi den Aufsatz hier nutzen dürfen. Die Mulde und das Butter, das die dann hier passend gemacht hat an den Xerion und so dann auch, ne? Es ist einfach schon wieder leider geil. Schade, dass dann, hat man ja Verständnis für, aber dass dann so viele Sachen nicht kommen halt und privat bleiben, schade, ne? Naja. Vom Shooter-Fan, genau. Und das sind ja hier mit seinen Mitstreiter, habe ich ja auch gesprochen. Da kam es ja zum Beispiel, er hat das ja nicht alleine gebaut, sondern soviel ich weiß, hat er das mal mit seinen Magger gebaut. Und da sind diese drei Schlüter dann zum Beispiel, ne, wo er auch sagt, er hat sich die in 22er geholt, weil er damit spielt. Ich darf sie nutzen. Einfach sagt er, ne, weil wir kennen es ja nun auch schon ein bisschen. Und er hat aber nur keinen Bock auf das Veröffentlichen, weil er sagt, warum soll ich mich vor irgendwelchen Leuten rechtfertigen? Er sagt, einfacher ist es für mich zu sagen, ich spiele die Dinge einfach für mich.
er holt CE rüber wie im jeden LS, ne? Macht die schön und die haben alles. Die haben auch hier dieses Live-Dashboard und sowas da drin und so. Die können alles, wenn du willst. Ich habe wirklich so viel Schlüter von dem bekommen, das ist irre. Das ist so mein Liebster. Ich finde den irgendwie optisch total toll, ne? Und die können alles. Wirklich alles, was ihr wollt, ne? Anzeigen auch hier analog und digital, ne? Was man will. Also das ist verrückt, ist das, ne? Aber leider hat er keinen Bock darauf, sich irgendwie rechtfertigen zu müssen. Und deswegen baut er die einfach für sich, ne? Und holt sich die in LS22 und er war dann bei uns im Discord. Ich habe ihn auch gefragt, ich sag, warum haust du hier nicht raus? Nee, er hat keine Lust, sich da jedes Mal für zu rechtfertigen, ne? Und die sind halt echt LS22, ne? Schade, schade. Die sind wirklich, wirklich gut. Bis später. Ja, Maya, mach's gut. Danke fürs Reingucken. Natürlich gibt es da draußen ein paar Jungs, die das drauf haben. Leider kommt... Ja, richtig, genau. Ich habe ja schon... Ach, wir hatten immer schon Mods, wo es auch hieß, ne? Hier kannst du gerne haben und mitspielen, aber zeig die nicht im Stream. Das hatten wir auch schon halt, ne? Mit so alten Deutsch und sowas alles halt, ne? Und die machen die wirklich... Also manche haben da richtig was drauf, ne? Das ist wirklich krass. Also wir können nur froh sein über die Sachen, die so oder so kommen. Aber ich kann jeden verstehen... Wir als Streamer haben das ja auch manchmal, ne? Dass ich mich... Für was musste ich mich schon alles rechtfertigen, wo ich eigentlich sage, das geht niemandem was an, ne? Aber in dem Moment, wo ich was veröffentliche oder auch als Streamer öffentlich was mache, muss ich mir halt gefallen lassen, dass Leute auf mich zukommen und sagen, Kotz, Smiley, du bist scheiße, du bist hässlich, du bist fett. Ne? Und wenn du Deutsch spielst, ist Deutsch pauschal schon mal scheiße, ne? So, und das ist halt, das wird es immer geben. Das ist halt leider so im Internet und da musst du damit rechnen. Ich habe aber auch für jeden Verständnis, der sagt, nee, habe ich gar keinen Bock zu. Für so einen Scheiß bin ich zu alt. Letztendlich mache ich die Mods, damit ich damit spielen kann. Und meine Kumpels oder Bekannten oder wie ich jetzt hier zum Beispiel. Aber veröffentlichen tun die sich nicht mehr an. Ne? Und das ist wirklich, wirklich, wirklich schade, muss ich sagen. Also es gibt, ich sage dir, die haben was drauf, die Jungs. Ne? Das ist echt fett. Den 7000er und der von Felix? Nee, gerade so sagt mir das nichts. Den Schäfer, den gibt es bei Moddingwelt. Der ist von Privat. Privat ist der. Auch die Lust an Modmatch. Ja, also ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, gebe ich mir nicht mehr. Und auch mit den Gesprächen mit den Jungs, die mir das ganz offen gesagt haben, wie jetzt zum Beispiel mit den Schlütern, wo es dann ganz klar heißt, nein, möchte ich nicht. Oder Rübi hat das ja auch gesagt, der war ja letztens hier im Stream und hat auch gesagt, tut mir leid, Lungs, sorry, aber die Sachen bleiben privat. Und ich schwöre euch, der Kerl hat jeden MB-Trag, den es gibt. Wirklich alles komplett durch alle Alters. Die haben alle Vertex hier IC drin, die haben Funktionen, wie der, den ich jetzt ja auch habe. Das ist, da träumt der Papst von, ne? Was die drauf haben und wie das aussieht, das ist einfach Hammer. Und das ist wirklich, wirklich schade, dass solche Sachen privat bleiben, ne? Aber wie gesagt, ich kann es verstehen. Kann man nur hoffen, dass das nicht immer mehr wird, ne? Deswegen sage ich immer, wenn ihr euch was runterladet und damit Spaß habt oder euch das gefällt, lasst 5 Sterne da. Schreibt im Forum irgendwie, Mensch, mal einfach mal, womit es nur Danke ist. Oder habt Spaß damit, vielen lieben Dank. Das freut die Jungs und das ist auch immer noch so ein Ansporn, ne? Und das ist besser, als wenn, denn, weißt du, nur 3 Leute schreiben und von den 3 sagen, 2, der Mod ist scheiße. So, weißt du, dann, ja. Ihr wisst, was ich meine, ne? Der John, der ist zwar einfach auf. Ehrlich? Ist der. Wann ist der schon. Ist der schon älter? Ist der schon länger da? Jetzt läuft Benny sein Lied und der ist nicht da. Ja, ist schon älter, okay, alles klar. Dann gucke ich mir den mal an. Ich habe da gar nichts vor Augen. Was ist denn der 7000er? War das der alte? Mal eben gucken, halt den. War das so einer hier? Dam badam badam bam bam bam. So einer? Ein grau Scheibenfolie. Der ist hier so ein bisschen Alina Landleben-like oder was, ne?
Susanne, hi. Nein, damit etwas runter, aber Mario, moin, hi. Ja, okay, muss ich mir angucken. Oh, gibt so viele tolle Sachen mittlerweile, ne? Was die alles bauen, die Jungs, ey. Der Schuster-MB-Truck mit der Glaskabine. Die ganzen Schlüter. Hier, ihn habe ich meinen Händen auch mal wieder stehen, habe ich auch mal wieder rausgeholt. Das war auch noch so ein Mod, da mussten wir auch uns erklären, warum der diese Farben hat von Fendt und so, ne? Und dabei hat das ja mal ein Händler gemacht, so als Gag, ne? Um die nochmal zu verkaufen in anderen Traktorfarben halt, ne? Schon witzig, ey. Aber da haben wir auch viel für aushalten müssen, ey. Das weiß ich noch, im 17er war es oder 19er. Mein Gott, ey, was haben die Leute uns da, man muss schon sagen, fast beschimpft. So viele tolle Sachen. Wird dir gefallen? Ja, okay, alles klar. Der muss ich mir angucken. Speichern, speichern, speichern. Deswegen habe ich den Deutz auch wieder ausgekramt, ne? Ich habe den Deutz von der Fuscher Garage ich mir wieder runtergeladen. Habe den Sound da reingemacht von Farming Dudes. Die hatten ja einen vom Deutz fertig gemacht. Der gefiel mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und deswegen habe ich den mal wieder rausgeholt. Und bin immer noch überrascht, wie groß der hier ist, der Trecker, ne? Meine Herren, du. Danke für den Tipp, Dani. Zum Beispiel, guck mal, jetzt habe ich die Karte ungefähr einen Monat und die macht mir riesen Spaß und deswegen habe ich heute den Kalle auch nochmal angeschrieben und habe ich nochmal geschrieben, dass mir die wirklich immer noch sehr gut gefällt und vielen lieben Dank für die Arbeit und so, ne? Und dass er mir die auch anvertraut hat, natürlich schon, ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist, was ich meinte, ne? Da kann man auch wirklich einfach mal sagen, danke Jungs, ne? Das ist wirklich einfach super. Erstmal auf, danke in den letzten 2 Stunden wegen... Gute. Sascha, schönen Urlaub. Was ist der Release? Ich habe heute gehört, dass die aus den Testings raus ist bei Giants. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das gut ist und die rauskommt oder schlecht ist und er die zurückbekommen hat. Das weiß ich leider noch nicht. Borsch die Boy. Glockentyp, moin auch. Ja, guck mal, ich mache heute auch ein bisschen länger wie die 2 Stunden, deswegen habe ich auch eher angefangen. Ich wollte einfach noch ein bisschen was tüdeln. Weil ich habe im Moment einfach Bock. Zocker, moin. Könnt ihr mir helfen? Das kommt drauf an. Wenn du jetzt sagst, du hast einen riesen Schnitzel vor dir und wo wir mit anpacken sollen, bin ich dabei. Schönes Schnitzel, vielleicht auch ein paar Pommes. Wenn du da Hilfe brauchst, kein Problem. Deine Dash startet nicht. Nee, da also ist schwierig. Da kann jetzt ja 1 Million Sachen sein, weißt du, so ohne Lock und ohne so. Weißt du, am besten ist erstmal einfach das Einfachste ohne Mods starten. Das komplette Spiel ohne Mod starten. Und wenn das nicht geht, einfach mal reparieren lassen, die Dateien. Ansel ist auch so, oder? Da sind wir dabei. Über Steam. Ja, du kannst, also ich würde ohne Mod starten. Das ist ja immer das meiste, was in der Hose geht. Und wenn du das nicht hast, machst du auf Steam Rechtsklick auf das Spiel. Dann kannst du irgendwo, da kann man irgendwo klicken. Ich weiß das gerade nicht ganz genau. Systemdateien reparieren. Vielleicht ist irgendwas Schrott. Björns Jubelschrei gehört? Nee. Da habe ich nicht, warum? Weil er jetzt legalisiert ist oder was? Hm. Sind schon weg. Ja, muss ich sagen, der Deutz gefällt mir ganz gut. Ich weiß gar nicht, ich habe ja den MB-Truck jetzt ganz lieb, ob ich den auf der Karte hier austausche und dafür den großen Deutz behalte. Ich glaube, das mache ich. Habe ich irgendwie Bock zu. Irgendwie gefällt der mir, der alte Kasten. Was kommt, weil ich den früher als Kind auch immer bei meinem Nachbar gesehen habe. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was der für einen hatte, welches Modell das war. Aber so einer war es auf jeden Fall. Weiß nur die Größe nicht, die er hatte, aber naja. Das Bummeln aufholen. Nee, ich brauche nichts aufholen. Achso, ja, Blubber. Ja, Alter, Björn. Björn lebt wieder. So, fahren wir nochmal eben ein bisschen hin und her, ein bisschen platt. Die Feinarbeiten mache ich dann wieder so. Das dauert ja mal ein bisschen bei mir mit den Hin- und Herschaufeln hier. Und dann wollen wir mal eben die Weiden versorgen. Vorher holen wir aber nochmal eben Saatgut, sonst vergesse ich Pimmel das nämlich wieder. Geht das? Dass ich ohne Mod starte? Ja. Aber jetzt, du, wenn ich dir jetzt alles erklären muss, das wird hier nichts im Stream.
das dauert zu lange. Wenn du nicht weißt, ich vermute, wenn du nicht weißt, was dein Mordordner ist und du da etliche Karten und sowas jetzt drin hast und etliche Mods, da ist irgendwann Grenzen gesetzt, ne? Du solltest das nicht so machen wie Martin. Der schmeißt so viel Maps in einen Ordner und so alles. Hör mir auf. Tate ich, der ist ohne Mods. Leo, moin, hi. Ich sag ja, das im Stream jetzt alles zu erklären, ne? Machst du einfach den Mordordner? Weiß nicht, ich würde jetzt einfach Rechtsklick machen auf den Mordordner. Würde den Mordordner alt nennen, umbenennen. Dann würde ich einen neuen Ordner erstellen, den würde ich Mods nennen. Und schon hast du einen Mordordner ohne Mods. Und wenn das Spiel dann startet, dann kannst du in deinen alten Mordordner ordentlich nachgucken, mal umwühlen, welcher Mod da wohl deinen Spielstand zerkloppt. Oder dein ganzes Spiel. Das ist so umfangreich. Bei mir war es sogar mal die Keybinding, also wo die Tastenbelegung drin gespeichert ist. Wegen der konnte ich einmal nicht ins Spiel rein. Hab ich auch schon. Genau, YouTube und Google, das stimmt, hast du recht. Also wie das im Stream zu erklären, sei mir nicht böse, das wird jetzt den Rahmen sprengen einfach, ne? Ich bin eh immer so langsam und alt und das ist schwierig. Ich bin jetzt ja keine 30 mehr, ne? Einfach den Mod-Ordner von Mods in Mods 2. Ja, genau, genau. So mache ich das auch immer. Ich habe für jede Map einen eigenen Mod-Ordner letztendlich, ne? Weil, also für mich war das gerade für die Hofbergmann ein Muss, weil da ja manche Mods halt auch nicht funktionieren. Das guckst du mich so an, Kuh. Tut mir leid, dass ich dich störe. Aber du bist hier fehl am Platz. Nicht ich. Außer nur den alten Mordordner umbenennen und dann das Spiel neu starten, dann wäre es genau. Weiß nicht, was alle machen, dass sie ihren LS zerballern. Ist mir noch nie passiert. Ja, das kommt, weil du keinen Track ER5 hast. Pass auf, jetzt kommt einer. Du spielst ja fast wie auf Konsole. Oh, Fadi, Alter, ey. Den Typen mag ich leiden, ey. Mit dem kannst du so viel Spaß haben. So was reicht jetzt auch erstmal hier mit Plattfahren. Jo, 100%. Leo, der reift für Einhorn. Dankeschön, dass er das Einhorn zum Affen macht wieder. Vielen lieben Dank dir. Da wär's natürlich auch bejubelt für. Dankeschön. Weil dir wird nur gebummelt, du Bagger. Ja, was soll ich denn machen? Das ist nicht langsam. Komm du mal in mein Alter. Dann weißt du, das ist nämlich gar nicht bummeln. Das ist Qualität. So. Quali was? Das erkläre ich dir nochmal in Ruhe. Das ist, wenn du dein Schnitzel nicht einfach in die Pfanne haust und isst. Das ist, wenn du dein Schnitzel zart klopfst, würzt, schön in Ei, panierst und mit Liebe brätst. So richtig schön, mit schönem Öl. Das ist Qualität. Und das andere ist einfach nur Schnitzel, Pfanne, Patsch, umrühren, rein in Wärms, Nahrungsaufnahme bestätigt. So, jetzt weißt du, was der Unterschied ist. Vorsicht, Void! Diese Reihenfolge, ja, ich sag das. Ich sag es dir. Und da hast du dir gefälligst, die Zeit bei zu lassen. Patti, hast du das verstanden jetzt? Ach so, siehst du? Dass man das auch noch erklären muss, Mann. Aber man ist ja da, ne? Man muss sein Wissen im Alter ja auch weitergeben. Seit wann gibt es hier so Qualität? Ist mir neu. Da warst du wohl lange nicht da. Das kommt, weil du die ganze Zeit mit deinem Nissan durch die Gegend fährst. Guck mal, wie sich hier... Ich finde das total geil, wie der vibriert und sich dadurch dann mitbewegt, da oben der Knopf, ne? Das ist wie früher bei den alten Rasenmäherträgern und so ein Scheiß, ne? Ah, ist das schön. Ich kann mich über so kleine Sachen so echt freuen, ne? Hier die Fettpresse noch drinne. Und was der alles kann und so, ne? Oh, ist schön. Das ist mir in der Tat zuerst aufgefallen. Und ich bin ja ein echter... Ich sehe sowas nicht muffeln, ne? Und wie der wippt. Schön. Komm, Saatgut holen. Ich laber mich schon wieder fest. Heute mache ich länger. Ich weiß gar nicht, wie lange ich mache, aber ich will ein bisschen zocken heute.
Und dann mache ich nachher heute Abend, wenn alle im Bett gehen oder so, dann mache ich mein Gamepad fertig. Hoffentlich geht das mit der PlayStation. Das wäre geil. Und dann hauen wir morgen ordentlich ein paar Leute aus die Jacke. Kann ich im Moment nicht fahren. Komm nicht hoch. Schlüsselbein gebrochen. Was? Was? Weißt du, also der letzte, mein Kumpel, der sich das Schlüsselbein gebrochen hat, der ist Fahrrad gefahren und hat vor sich eine Bildzeitung ausgebreitet gehabt und hat das Auto nicht gesehen, was aus der Seitenstraße kam. Und deswegen hat er sich das Schlüsselbein gebrochen. Das haben die dann so übereinander gesetzt und zusammenwachsen lassen, deswegen habe ich ihn immer Halber genannt. Bist du jetzt auch ein Halber? Moment, fahr ich Benz. Ja, das ist ja toll. Mensch, da gehst du ja richtig gut. Du machst mich fertig, Schmacker. Wieso da denn? Hier kannst du noch richtig was lernen. Hier ist Dance of a Deal. Können wir morgen euch wegpusten? Der Neid hier gut. Oder beten Lüt und Lüt reinwürgen oder was? Schön euch ins Gesicht tüdeln. Micha, moin! Falco, moin auch. Ist mir zu tief und zu schmal. Verstehe ich nicht. Da hast du den falschen Benz. That's of the deal, Abfahrt. Ja, da siehst du, da weiß Ernst Bescheid drüber. So ist das. Wenn die Blaskapelle anrückt, oder kannst du nur so viele Schnitzel im Bauch haben, wie du willst, dann geh das rauf aufs Parkett und wirfst die Oma von links nach rechts. Und alle sind glücklich. Und das ist ja halt doch auf so einem schönen Camcorder drauf, ne? Damit alle noch in 10 Jahren sich darüber freuen können. Beim Dia-Abend. Schön halb Bräuler wegkloppen und die Dias durchblättern. Und sagst doch, Ernst, guck die dann an. Wisst doch, wie wir die Oma übers Parkett geschleudert haben, da oder was? Das war schön, die Zeiten. Oh, herrlich. Schön auf dem Saal bei Grot her, die goldene Hochzeit. Mann, waren das Zeiten, du. Mit der schönen Hochzeit, guten alten Hühnersuppe vorweg. Und dann habt ihr doch vorher ja sicher, wir warten auf, dass das richtig was zu essen gibt. Hier nicht diesen Blöhrbräu. Mhm. Ach, schön. Und Schützenfest musst du aber aufpassen, dass du erst immer zu Opa gehst. Wenn der die Lampen anhat, dann kriegst du aber noch eine Mark. Und dann nachher bei Gaststätte der Umzug ab nach Grot her. Und dann musst du zusehen, dass du zuerst an der Bierbude bist bei Jolly. Jolly, die haut nämlich immer richtig Bier raus. Das war aber schön. Mann, war das toll. Das waren noch Zeiten. Leute. Gut zu gehen. Ja, ich hab ja... Ne, alle Tabletten habe ich noch nicht drin. Hab ich auch gerne Feder zu... Ja, der ist schön. Der ist wirklich toll. Der ist wirklich so... Jetzt mit der Kombi ist es so geil mit den Container. Und du haust jetzt noch die Drille dahinter. Dann kannst du die Drille davon auch gleich nachfüllen und so. Also es ist wirklich... Also muss ich sagen, freut mich auch gerade wirklich sehr. Was auch so schön zusammenpasst, ne? Deswegen habe ich auch das fette Gewicht da vorne dran, weil wenn du die Drille da hinten noch ranhängst jetzt, Junge, Junge, dann musst du ja schon mal ein bisschen arbeiten, ne? Inge hat auch mal Sprechstunde, ja, natürlich. Die Türen sind immer offen. Wenn einer klingelt, ne, eigentlich habe ich keine Zeit. Oh, riecht das nach Schnitzel aus ihren Taschen? Ja, dann kommen sie mal rein. Dann kommen sie mal rein! Ich dachte schon, wir sind keine Freunde, aber habe ich mich gerade dazu entschieden, ich brauche doch noch welche. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen auf Kriegsfuß ist, ist das alte ISD. Ich hätte lieber das andere hier drin. Das muss ich mir vielleicht machen, weil es ist gar nicht so schwer, das umzubauen. Also übersteigt wahrscheinlich wieder meinen Horizont. Deswegen habe ich immer Schnitzel einstecken. Das ist toll. Bei den Arbeiten hast du nicht so. Im Moment ist es schwierig. Sag mal, haben die denselben Opa? Genauso, wirklich so war das. Jetzt, wo du es erwähnst, das war geil, oder? Beim Schützenfest immer warten. Opa geht runter in den Keller. Du stehst oben bei Buden, guckst auf die Uhr. Und das erste Mal, wenn die sich angeblich
Beine vertreten gehen, dann war das nur eine Pause von Gesöff. Dann brauchen die nämlich eine Pause und die einzige Pause, die du auf dem Schützenfest hast, das weiß auch jedes Kind, das ist die Bratwurstbude. Und wenn Opa aus dem Keller kommt und in eine Bratwurstbude geht, dann braucht ihr nur Pause vom Saufen. Und das ist der richtige Moment, um zuzuschlagen. Dann gehst du hin und sagst, Opi, da, wie geil das so? Und ich sag, da hier hast du auch noch einen Mark, kannst du mal loskaufen. Oder nimm am besten gleich 5 Mark. Dann hast du einen Heiermann gekriegt, dann bist du ganz stolz losgelaufen und hast dann erstmal an der Bude rumgeballert, lose gezogen und was weiß ich nicht alles. Privat, moin. Wie läuft's denn auf der Arbeit? Gar nicht. Ich habe 4 Wochen Auszeit wieder. Bevor du wieder zurückdegradiert. Du hast Ricarda vorne ran? Wow. Gänsel, genau so war das. Und wie gesagt, wenn dann da fertig geballert wurde, dann geht's, ich sag dir, die alte Gaststätte von Grothäer damals, da stand draußen auch nur wirklich, weiß nicht, 10 Tische mit ein paar Bänken. Die ganzen Vernebelten alle rein in den Saal und wir standen draußen an der einzigsten Bierbude. Und dann ist das so reingegloggert worden. Leute, Weltklasse. Hast du wieder übertrieben? Ja, ich hatte dann eine Entzündung in der Wange, dann musste ich zum Zahnarzt und dann hatte ich Antibiotika. Dann hatte ich jetzt 23 Tabletten am Tag und dann haben die Füße schlapp gemacht wieder und es ist eine Katastrophe. Ich bin froh, wenn diese Woche tablettentechnisch durch ist und ich wieder ein bisschen runterfahren kann. Ich habe die Nächte wieder Schmerzen gekriegt und ach, hör auf, hä. Nicht so schön. Da erinnere ich mich lieber an den Schützenfest. Das war schön. Oh, war das schön. Ehrlich, waren das schöne Zeiten, du. Dann kam Oma denn um und hat geschimpft. Na, hast du schon wieder zu viel gesoffen oder was? Opa, nö, ja, was? Ich hab doch nicht gesoffen. Ich hab mir gedacht, doch, der hat gesoffen. Stickstoff können wir hier machen. Komm, wir ziehen da eben einmal Dünger drüber und dann gut. Ersatzanlage. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich übertrieben habe. Mir ging das Montag halbtags gut. Da bin ich nach Hause gegangen und musste dann halt gleich schlafen. Weil ich war es nicht mehr gewohnt, einfach so nach 4 Monaten war schon erschreckend. Na, dann der zweiten Tag ging dann auch eigentlich noch. Aber Mittwoch hatte ich dann nachmittags, also das war mittags, ich habe nur bis 12 gemacht, hatte ich dann schon Schmerzen, dass ich dann um 11:30 abgehauen bin. Ja, am nächsten Tag waren die Füße dann schon egal, die Nacht war dann scheiße, dann hatte ich aber auch schon so eine Backe, Alter. Oder merkst du nichts? Wie sieht denn dein Gesicht aus? Ich sag, hey, ich nehme so viele Tabletten, was soll ich denn da noch merken? Natürlich merke ich nichts. Ja, dann bin ich dann gleich zum Zahnarzt rüber und ach, hör auf. Dann muss ich zum Hausarzt, ob die Medikamente sich alle miteinander vertragen. Ich sage dir, da kannst du lieber Darmtropedel machen. Und das Geilste ist, was ich dann immer früher fand, Ernzel, dass er dann noch, wenn er, weißt du, Plattdeutsch ist geil, aber wenn du Plattdeutsch hast von 10 Leuten, die jenseits der 2 Promille sind, dann wird's richtig geil. Aus dem Dorf kommst du? Ich kann es nicht verstehen. Oha. Und wenn die sich dann unterhalten und die verstehen sich gar nicht und die labern nur 2 Wörter und der andere lacht. Und dann lacht, dann erzählt dir wieder was. Dann lacht der nächste wieder und du denkst dir so, das kann man nicht verstehen. Die lachen einfach nur so, weil man lacht. Die haben sich hundertprozentig nicht verstanden. Auf gar keinen Fall. Das sag ich euch. Aber wir haben dann immer gelacht. Das war mal schön. Uben ist arbeiten, der ist Samstag wieder da. Und Martin denke ich auch. Also ja gut, Martin ist jetzt ja schon eh lange nicht mehr dabei gewesen, ne? Also im Discord ist er dann immer noch mal hallo. Tschüss, schönen Abend noch. Mike, das wünsche ich dir auch. Danke fürs Reingucken. Ja, aber der Zahn habe ich mitbekommen. Ja, da habe ich mir das geschafft, dass der obere Zahn den unteren Zahn wie so ein Mörser so lange abgeschliffen hat, bis der Nerv offen liegt. Jetzt liegt der Nerv offen, das merke ich zwar nicht, aber dadurch kann sich das entzünden, wandert hier unten in den Kiefer und lässt das alles dick werden. Jetzt muss ich zum Kieferchirurgen auch noch hin und dann soll der entscheiden, ob der Zahn zu retten ist oder ob er rausgewühlt werden muss, ey. Ich sag dir nur Scheiße, du. Ja, also wie gesagt, die sind auf jeden Fall noch da. Du weißt ja, die haben ja immer mal Pause, ne? So wegen Arbeit und andere Sachen um die Ohren. Olaf ja auch und so. Boah, der macht eine Dreier-Serie, danke. Nuff, nuff, uff, uff. Und dann habe ich die Lache von Beavis und Butthead im Kopf. Das war geil. Ja, ich habe mich dran gewöhnt, alleine zu spielen. Ich hatte ja, guck mal, jahrelang eigentlich haben wir nur zusammen gespielt. Und dann war Coffee ja weg. Und Martin und Uben haben dann ja auch selber angefangen zu streamen. Und dann weiß ja, wie das ist. Dann ist das halt einfach mal so, ne? Aber ich hab ja auch alleine angefangen zu streamen. Also da gewöhnt sich schnell wieder dran, sag ich mal, ne? Ich bin ja ein altes Plappermaul. Ich habe ja immer was zu erzählen.
Ob euch das interessiert, ist eine andere Sache. Aber ich labere euch die ganze Zeit zu. Koppe, moin, hi. Den Trecker mal von außen zeigen? Ja, kann ich machen. Komm ein bisschen zurück. Düngen wir mal eben über die beiden rüber hier. Da muss ich mal gucken, ob der Deutz auch Pflegebereifung hat. Ich brauche noch irgendwie einen guten mit Pflegebereifung. Oh ne, das andere wollte ich noch nicht mit Düngen da. Da würde ich an Wachstumsstufe 1 düngen erst. Ich wollte, dass wir jetzt mal Mist und Gülle bald fahren können. Wenn die Map immer läuft, das ist immer echt gut. Düm, düm, düm. Und gut ist auch, dass Uben hier auf dieser Karte mitspielt. Da habe ich immer eine Ausrede für die verschiedenen Traktoren. Ha! Weil Uben hat ganz andere Traktoren auf seinem Hof und wenn ich dann mal Bock habe auf den 7er Fendt oder so. Oder auf den Favorit, auf den 928 oder was hat er da? Zum Glück können wir den Ton ausstellen. Ja, ja, das, ja, gut, kann man machen. Aber ich überlege jetzt, ob ich Sonntag anfangen soll damit, nach dem Stream, dass wir zusammen dann noch uns eine Stunde dort die Apothekenrundschau angucken. Uns über die Neuigkeiten informieren, was da so los ist in der Gesundheit. Wir haben ja festgestellt beim letzten Mal bei der Umfrage, dass wir locker ein Publikum hier haben, Ü30. Und da ist dann so Hühneraugen, Rückenschmerzen, Zucker, Diabetes und so schon mal ein Thema. So, fahren wir es mit den anderen noch eben rüber. Da müssen wir mal gucken, was die Tiere machen, ob die noch was zu füttern brauchen oder was. Irgendwie habe ich, das ist selten, dass ich das sage, aber ich habe jetzt heute irgendwie noch Hunger. Was machen wir heute Abend nochmal? Ich habe noch so eine schöne Currywurst von Mühlenbeck. Oh, die sind toll. Die reise ich so ein Quatsch. Hier ist RU. Achso. Knapp unter 100 oder was. Hey, verwechselst du das nicht mit dem Gewicht? Nein, nein, Junge, das ist so. Das ist die neue Bibel. Ich denke das auch. Vor allem könnt ihr noch sagen, ihr wurdet auch ein bisschen weitergebildet hier. Ein paar gute Laune-Drops zum Schlucken. Weiter verbildet, genau. Ja, mein Gott. Was, wir können uns ja auch noch ein bisschen Bildzeitung angucken, wenn ihr wollt. Jetzt setze ich hier mit der Bildzeitung und gucke mal so, wow, wenn ihr das sehen könntet. Leute. Weil Ernst ist ganz nervös. Wenn wir uns das Wetter angucken. Guck mal, haben wir da gedüngt. Ich glaube, mit den Gespann könntest du jetzt die ganze Map hier düngen. Jedes Feld. Ohne einmal zurückzufahren und aufzutanken. Apropos tanken, ich darf nicht vergessen, den Drescher zu tanken. Das nächste Mal gucke ich da bestimmt nicht hin und dann bleiben wir liegen. Dann haben wir den Salat. Dann ist das Gelächter wieder groß. Ja, hoffentlich geht der PlayStation-Controller. Also gehen wir da bestimmt. Ich hoffe, dass die Tasten da nicht verwechselt sind. Wenn die denn hier, wenn ich denn das Wrestling-Spiel spiele und dann zum Beispiel ASY und sowas, dann das ist da, das kann ich mir wieder nicht merken. Wäre auch am Morgen jetzt extra einen neuen Controller kaufen zu müssen. Die sind ja auch nicht so billig, ne? Ah, scheiße, Leute. So nicht.
Tactics Missile an der Kasse 37 Euro. Nicht ein Skandal, man muss hier zahlen. Hier ruft vor der Bildzeitung an. Das Gesicht und wow. Hör doch auf, die armen Mitarbeiter da zu ärgern. Ohne Jagd? Hier geht ja alles. Toll. Machen wir mit. So, dann mal wieder weg damit. Guck mal, jetzt so viel gar nicht verbraucht, ne? Aber das ist halt jetzt das Geile hier. Das ist natürlich super. Kannst hier einfach durchjodeln, durchschalten. Zack. Einmal nachfüllen den Salat hier. Toll. Was oben nämlich ein bisschen raus auf den Tank. Toll. Den Aufbau gibt's nicht, der ist vom Röbi. Ja, das ist ganz ungefähr. Ja, das glaube ich auch. Der hat Butters dann passend gemacht für den Xyrion und B-Truck ist der ursprünglich für. Das ist, ich habe da bei dem B-Truck dann die Saatkombi hinten dran damit, ne? Das ist schon geil. Weil ich habe noch einen Tag vorher gesagt, guck mal, wie viel Saatgut der verbraucht, Alter. Und jetzt hast du den Aufbau hinten drauf und kannst einfach nachfüllen. Das ist schon geil. GZ uns allen verstehe ich nicht. Ich habe auch gar nicht gewonnen. Aber ja, GZ euch. Ich freue mich auch für euch. So, dann hat er hier erstmal Ruhe. So. Ich weiß das. Das brauchst du mir nicht zu erzählen, das habe ich verstanden. Muh. Die mich hier an, Alter. Hühner, Getreide. Guck mal, wird nämlich eng. Mischation geht noch. Stroh können wir nachher. Und Milch! Ach, scheiße, Mann. Da gab es automatisch einen Milchverkauf, so einen Mod, ne? Ich glaube, den hätte ich gerne. Happy Moin. Wenn du verlierst, gewinne ich. Gewinnst du, verliere ich. Ich wittere der Schiebung. Das kann ich nicht, weiß ich auch nicht. Geschoben wird hier nichts. Da wird gar nichts geschoben hier. Das sage ich euch. Ach ja. Ja, mal ein bisschen schunkeln. Machen wir jetzt. Stopfen wir erstmal Stroh so rein. Ich habe gar keinen Bock auf Milch verkaufen. Sage ich ehrlich, so wie es ist. Aber da gab es irgendeinen Mod für, glaube ich, ne? Gülle 82.000, da können wir anfangen. Jo, komm. Automatischer Milchverkauf. Ah, wunderbar. Martin, deine Füße mal. Ja, toll! Denn jetzt bist du wieder im Kurs. Das ist in Ordnung von dir. Ach, scheiße, jetzt muss ich den Einstreuer erholen. Ich muss den Einstreuer holen. Wo habe ich den denn hingestellt? Ach, da. Jetzt brauche ich einen kleinen Trecker. Die kleinen Trecker gehen mir langsam aus. Muss aufpassen bei meinem wilden Trecker-Getausche. Mach mal lauter! Da wird Insel wach. Maurice, danke für den Follow. Insel, ist das gut so für dich? Hexer, das Moin. NDR1 ist geil. Ihr kommt auch alle in das Alter. Irgendwann hören wir alle NDR1. Habe ich früher drüber gelacht, aber es ist so. Meine Eltern hatten recht. Nie! Das ist das wert, komm. Da kann man sich nicht gegen wehren. Ich habe auch gesagt, nein, auf keinen Fall passiert das.
morgens im LKW, aber nur wegen den Nachrichten. Siehst du? Das ist wegen den Nachrichten, ja. Rede dir das nur ein. Und damit du dann durch ein bisschen gut fühlst, wechselst du zwischen NDR 1 und Bremen 1 immer hin und her. Wegen den Nachrichten und dem Wetter. Sand? Jetzt kommt erst allgemeine Verunsicherung. Das war auch cool. Das hat bei Oma und Opa in der Stube immer geguckt hier. Bei Musikantenstadel, da waren die auch immer bei. Auch cool. Banküberfall. Jetzt, wenn der Rammstein läuft, wow. Ich glaube, das könnte dauern. Ich habe mich dem hingegeben. Ich höre mittlerweile alles. Hauptsache brockt das Blut ein bisschen. Aber ursprünglich bin ich auch so Richtung Metal und ach, von alles. Von Böse Onkel bis Nirvana. Aber für den Stream, sage ich immer, muss ja für alle was dabei sein, ne? Und wir müssen ja sagen, wir sind ja nun mal gehobenes Alter hier. Da muss ja auch so ein bisschen Musikantenstadel, Fernsehgarten und sowas parat haben. So, pass auf, nicht wieder einlagern. Die wollen wir streuen. So. Ich leide leise. Siehste? So. Naja, ich glaube, die Playlist wird. Ach, guck mal, die habe ich jetzt schon so viele Jahre. Die erweitere ich immer. Mal nerven mich Sachen, dann schmeiße ich sie raus. Aber im Groben und Ganzen, glaube ich, ist das für ein bisschen den Hintergrund daddeln eigentlich in Ordnung, oder? So. Wir haben ja auch mal zwischendurch Männertage gemacht, wo wir dann nur Metal gespielt haben und so. Gab's ja auch schon. Ich komme langsam in den Alter, da will ich wieder so einen MP3-Player holen und dann wieder die, ja, zum Einschlafen die alle Folgen von Alf oder Knight Rider oder so hören, ne? Oder Ilwolf ging auch. Oder am besten noch die alten Kassetten. Du willst ja auch Bock haben, mitten nach kurz bevor du einschließt, nochmal eben mit deinem Bleistift hier die Dinger zurückzudrehen, das Band. Vanilleeis mit Erdbeeren? Was ist mit dir jetzt nicht richtig? Was hast du denn jetzt vor? Hunderte CDs? Ja, also CDs, ich sehe die noch im Schrank bei mir und meiner Schwester, die Kassetten. Meine Schwester hat ja alles von Alf, Folge 1 bis 5000 oder so, ey, eine ganze lange Reihe. Da habe ich mir dann immer welche weggeholt. Und ich hatte halt Knight Rider, Airwolf, Transformers, ach, was weiß ich, Musk. Ich weiß nicht, was da alles gab. Das war der Vorteil des Spielwarengeschäfts von meiner Mutter damals, ne? Da hast du immer so Sachen gehabt, du, schön. Und das war ja gefühlt einfach immer nur echt das aus dem Fernsehen halt, nur dass da ab und zu mal so ein Sprecher dabei war, ne? Ja, komm mal, jetzt macht er wieder die andere Seite. Das ging auch schon mal andersrum, das verstehe ich immer nicht. Warum er jetzt wieder so rum macht? Keine Ahnung. Oder kommt es drauf an, wo ich im Stall stehe? Merkwürdig. Ich fahr mal andersrum rein. Modelle, ja, ich habe früher viele Modelle gebaut. Die hatte sie natürlich auch mit den Farben und sowas alles. Einzelne Farben auch damals, nicht nur die dabei waren. Ich habe Flugzeuge gebaut, Panzer, Autos. Am liebsten habe ich allerdings Schiffe gebaut. Und das letzte Modell, was ich gebaut habe, war die Bismarck. Und da habe ich gekotzt, ey. Da sage ich euch.
da habe ich richtig gekotzt. Mit den ganzen kleinen Kanonen und sowas, ey, das hat so lange gedauert. Wo ich das fertig habe, hatte da ich keinen Bock mehr auf Modellbau. Nee, danach war ich zu alt und habe immer angefangen zu zitteln. Zu zitteln. Revell, genau. Ich habe auch noch ein altes Kampfflugzeug, wie hieß die Focke? W190 oder so. Habe ich da oben noch einen Schrank drin stehen, meine ich. Das habe ich noch nicht gebaut. Das hatte ich irgendwann nachträglich nochmal geschenkt bekommen. Rigo, moin. Bei der Bismarck, die kleinen Flakgeschütze. Ey, ich saß da mit der Pinzette am Tisch und habe gezittert, ne? Die F-19, ja, genau. Da habe ich da gezittert, um die da ranzukriegen. Und ich wollte das ja, die Bismarck, ich liebe dieses Schiff einfach, ne? Die Bismarck finde ich einfach, das ist einfach, weiß nicht, finde ich einfach geil. Das ist so richtig so, boah. Das Ding ist einfach, das ist für Männer, ne? Als wenn du da eine Riesen-Currywurst hast, statt eine normale Bockwurst, ne? Das ist einfach toll. Basteln im Stream? Auf keinen Fall. Ihr würdet genauso lachen wie das Lenkrad, was ich auseinandergebaut habe. Ich sitze hier und zitter, das wird alles nichts. Heute Überstunden? Ja. Heute mache ich Überstunden. Ich habe heute Bock. Warte mal. Noch ein Vorteil, dass ich abgenommen habe, wenn ich aufstehe, muss ich nicht mal gucken, dass der Wams unten raushängt. Das erste, was mir noch auffällt, ich habe den hier noch. Lego Technik, den John Deere, den müsste ich noch zusammenbauen. Das Modell ist ja leider nicht drin, da muss ich mal gucken. Aber ich habe noch das noch zusammenbauen und ich habe noch eine 2080 Ti da drin, die muss ich auch noch auseinanderbauen. Flugzeugträger gebaut habe ich auch. Und wenn du denn bei dem Flugzeugträger, die kleinen Flugzeuge, das war eins, aber dann hatte ich da noch so einen kleinen Hubschrauber bei. Und der ging mir richtig auf den Sack. Den Flugzeugträger weiß ich gar nicht mehr, was das für einer war. Aber ist ja, oder die meisten waren ja Amerikaner, ne? Moin, Hotz! Werkzeugkasten, nein, hör auf! Ich hätte gehofft, die Map kommt heute im Mod-Hub, aber ist nicht... Yo, habe ich auch gesagt, pass auf, die ist nicht in den Testings drin. Entweder kriegt er sie zurück oder die kommt heute im Hub, ey, schade. Ne, schade, jetzt wo er noch... Ja, den muss ich noch zusammenbauen, habe ich gesagt, mache ich im Stream, aber... Jo, Leute. Was soll ich euch sagen? Nicht alt genug, da steht 8... Ja, hallo. Ja, der Hubschrauber, genau. Und Hubschrauber, muss ich sagen, habe ich auch zwei zusammengebaut. Einmal den Apache und noch irgendein Transporthubschrauber. Und da habe ich auch richtig gekotzt bei dem, was am beschissensten war, einmal den Rumpf zusammenzubauen und die scheiß Rotorblätter. Oh, die waren auch richtig kacke. Wie, du hast eine 20... Ja, klar, habe ich im Schrank umliegen hier. Die Worte vom PC nicht mehr erkannt, deswegen habe ich mal einen Union 9 gekauft. Und die wollte ich auseinanderbauen und gucken. Hier. Die war ja in meinem alten Computer drin. Und den hatte ich ja meinen Sohn gegeben und die hat dann irgendwann den Geist aufgegeben. Aber ich vermute mal, wie die aussieht. Muss die vielleicht nur mal richtig gereinigt werden, sauber gemacht werden und wieder zusammengebaut werden. Vielleicht funktioniert die dann schon wieder. Du hast eine Hose an. Ja, wie ich eben sagte, ne? Das ist der Vorteil für mich, dass ich abgenommen habe. Ich muss nicht mehr drauf gucken, dass der Wams unten raushängt, wenn ich aufstehe. Du erzählst so viel, was du alles im Stream machen möchtest. Nee, das möchte ich nicht im Stream machen. Stefans, moin. Auf gar keinen Fall mache ich sowas im Stream. Da habe ich gar keine Geduld für. Dann hört ihr mich ja fluchen und sowas. Um Himmels Willen. Das ist lauter, wenn ich sowas auseinanderbaue wie eine Bierbude. Kein Laden mehr für Eisenbahn und Wille. Keinen Laden mehr. Achso, okay. Ja, ich hatte das ja durch meine Mutti. Und dann hatten wir hier... Ach, damals war das doch so gang und gäbe. So alle so größeren Geschäfte, die ja heute alle Konkurs gemacht haben und es nicht mehr gibt, leider. Das war früher ein Paradies, ne? Du hattest ja immer deine Ecke mit den ganzen Modellen und sowas halt, ne? Boah, war das mal schön. Da war ich auch immer im Babymarkt. Das war mal ganz geil, wo die Kiddies klein war. Da bin ich dann immer hingegangen und hab denen irgendwie so, hier war so ich, 20 Mark oder so in die Hand gedrückt, ne, dass sie sich da Lego-Autos, was weiß ich was holen können. Und ich habe mich dann immer bei den Modellen umgeguckt. Und das Geile war, da waren dann die Modelle, eine riesen Wand voll. Und daneben waren dann die ganzen Sachen von Sico. Das war natürlich auch
Oh, schön war das. Dachte dann beim Busfahren. Ja, Busfahren, das habe ich sogar aktualisiert. Also das könnte ich in der Tat machen. Aber wann? Ich bin TAS immer echt immer so, auch weiß ich auch nicht, ey. Ich glaube, die Tabletten, die machen mich dann aber auch manchmal echt fertig. Im Moment geht das auch wirklich. Jetzt im Moment wieso nicht, wo mir es nicht so gut geht. Dann kriege ich jetzt ja gerade mal ein LS. Und Wrestling, das mache ich auf jeden Fall. Guck mal, ich habe noch so einen alten Xbox-Controller. Nur der ist, glaube ich, nicht so doll. Irgendwie, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, noch einer so aus der ganz ersten Generation. Der ging zwar eigentlich immer ganz gut, aber ich weiß nicht, der hat hinten... Ah doch, der hat 4 Schalter sogar hinten. Ach, dann müsste der ja sogar auch gehen, oder? Dann versuche ich erstmal den PlayStation-Controller, ob der die Knöpfe richtig anzeigt. Weil zum Beispiel X und Y sind hier ja anders belegt wie auf dem PlayStation, ne? Und dann wäre das natürlich doof, dann waren die Tasten da mal vertauscht. Dann steht da drückt Y und dann hast du immer X gedrückt. Und das war natürlich dann immer doof. Aber dann versuche ich sonst den hier auch mal, wenn der hinhaut, zu nehmen. Kann man darüber das Wrestling ja spielen, ne? Bitte insgesamt und später Siko? Das kenne ich gar nicht, das erste. Kibri-Häuser bekommen. Und von Großmutter. Mickey Look, okay. Ich weiß, bei uns, ich hatte dann zum Beispiel Modelle, dann eine Mini-Tricks-Bahn. Da habe ich so eine ganze Tischplatte geschenkt bekommen. Mini-Tricks mit allen Scheiß da drauf. Oh, habe ich mich gefreut, als kleines Kind, als Heiligabend war, ich bin in eine Stube reingekommen und dann leuchtete, der Raum war dunkel und diese Tischplatte leuchtete, die ganze Stadt, das Dorf, alles, ne? Die Schranken gingen hoch und runter und dann fuhren diese Loks da. Oh, die Stellwerke, wie die Loks gedreht haben und so. Oh, da war ich wie so, ey, das war, boah, war es geil. Das war Weihnachten, sag ich euch. Oder wie ich diese Lego-Sachen dann immer gekriegt habe, ne? Diese großen Raumstationen und sowas. Das ganze Zimmer war ja im Prinzip eine einzige Raumstation, ne? Oh, wehe, Mutter kommt mit Stausauger an. Nee, um Gottes Willen, hast du alles getan, dass das nicht passiert. Tio Treus, okay. War es nicht alles Gift? Hm? Na nun. Hat einer einen Groschen noch? Wir müssen noch. Die Musik ist angehalten. Da geht's um nicht. Was ist denn da los? Da können wir so nicht tun. Oh, hier. Auch Musik aus der Jugend. Warum geht das durch? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Er hat im Bot heute Pause. Santa Maria von Columbus, seine Flotte zusammengebaut. Bei der... Ja, guck mal, das habe ich zum Beispiel nie gehabt. Das war mir zu teuer. Mein Nachbar hatte auch diese großen Segelschiffe zusammengebaut. Und sein Hobby war so, hier Drachen steigen lassen. Da konntest du Sachen sehen. Aber diese großen Schiffe, ich kenne die Summen nicht mehr, aber ich weiß, die waren damals für mich unbezahlbar, die Dinger, ne? Das konnte ich mir nicht leisten. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Was haben wir denn hier? Hier haben wir gespritzt, das haben wir letztes Mal gemacht. Hier brauchen wir noch nicht. Hier müssen wir dann mit der Hacke nachher durch wahrscheinlich, ne? Ein Striegel. Was ist hier? Ach, hier können wir eigentlich. Hier wäre es anpflanzen. Aber es ist oben sein Feld. Ich weiß nicht, was er hier rauf haben will. Was haben wir hier? Oh, hier. Oh! Feld 4, das müssen wir noch eben düngen. Welche Wachstumsstufe können wir hier? Hier brauchen wir keine Pflegereifung, ne? Da können wir eben so rüber knallen, oder? Ja. Versuchen wir. Das hatte ich gar nicht auf dem Zettel gehabt, siehst du? Alter, nicht so schnell! Ich kriege noch hier mit den Augen. Die Tür nicht richtig zu oder was? Oh mein, ist so laut hier. Tatsächlich nicht richtig zu. Der fährt mir die auch noch bald ab. Ich wollte schon sagen, was wollte der denn so? Ich bin sowas von alt.
Bist du irgendwann in den Luxus, dass du das vorgekaut kriegst? Jan, Mensch, moin! Fehlt hier auch, wow. Danke für die Unterstützung. Dankeschön. Oh Jan, wir haben schon wieder Spielsachen, du. Hör auf, seid ihr. Pflanzensensor anschalten. Pflanzensensor anschalten, Alt B. So. Dann lassen wir uns das anzeigen, lassen wir mal aus. Er und seine Glocken, Alter. Danke für die Bits. Ja, Modelle kannst richtig Geld. Lass mal gucken. Pfeift was kaputt? Nein, passt noch. So, dann hauen wir das mal eben schnell durch. Das sieht interessant aus. Ich zeig dir gleich mal was richtig Interessantes. Lass uns mal eben düngen. Ich hab eine neue Lieblingskombi. Ja, wir manche Modelle eh schon, ne? Aber früher so richtig günstig waren die für mich auch nicht. Weil wenn du denn Schüler bist oder so, weißt du. Ich habe letztes Mal schon erzählt, ich habe dann gelernt, wie ich denn früher aus den Zeitschriften waren ja immer so Bestellsachen drin, wo du dann auch deine Spiele bestellen konntest für deinen PC oder C64 und so. Und da weiß ich noch, dann habe ich immer so ein Faxformular ausgefüllt und stand ganz aufgeregt daneben und habe auf die Sendebestätigung gewartet. Und dann hast du immer gewartet, so 3 bis 5 Tage waren die Sachen dann meistens da. Bin ich immer ganz aufgeregt von der Schule gekommen und habe schon geguckt, war die Post schon da? War die scheiß Post schon da? Und wenn es Nein hieß, dann, oh Gott sei Dank. Und dann hast du immer gewartet auf dieses blöde Postauto, ob das ein Paket mitbringt, ne? Ich muss jetzt wirklich, alles klar, Jan, danke fürs Reingucken. Aber wirklich ordentlich was durch hier an Düngerkram, ne? Krass. Gibt so schön entspannte Musik. Schön. Ja, mein, wie gesagt, finde ich Warzone da ganz gut. Das spiele ich nebenbei. Das sieht ja auch echt hammermäßig aus, ey. Also wirklich schön. Was ich heute ganz oft habe bei Spielen, dass die Grafikkarte, ich habe jetzt ja nicht so die schlechte, immer total hochdreht auf 100%, ne? Und dann läuft das ja immer nicht so schön und so. Und da habe ich jetzt wirklich mal rausgefunden, bei so einigen Spielen wie Warzone oder Seven Days to Die auch, da musst du die FPS begrenzen, der Grafikkarte, ne? Der dreht so unendlich die FPS hoch, dass er die Grafikkarte aussetzt, ne? Da habe ich so lange dafür gebraucht, um das mal so rauszufinden. Dann gehe ich immer in das Hauptmenü rein von Nvidia da und suche das Spiel dann raus da und dann kann man da sagen begrenzen, dann stelle ich das auf 60 FPS und dann verbraucht ihr auf mal nicht mehr 100% Leistung, sondern nur noch 20% Leistung, wenn überhaupt. Das muss ich mittlerweile auf so viele Spiele anwenden. Das ist dann auch, dann wundert mich das auch nicht, wenn die 3090 damals irgend so ein Spiel hatten, wo die durchgeschmort sind, ne? Wenn er die ganze Zeit auf Volllast läuft und das einer nicht sieht oder sich nicht wundert, dass er da die ganze Zeit so hochpustet, da muss ich auch mal sagen, ey, mein lieber Herr Scholli, du. Einmal FPS begrenzt und schon läuft der ganze Salat wieder. So, alles klar. Ich das auch, muss ich mir an. Ja, also das hat bei jedem Spiel jetzt geklappt. Ja, zuletzt bei Seven Days hatte ich das, bei War Thunder hatte ich das. Eigentlich bei jedem Spiel, wo ich merke, die Grafikkarte dreht voll hoch, und habe ich mal gesagt, so bei Seven Days und so, es ist eine 3080, die kann doch unmöglich an ihre Leistungsgrenze kommen bei dem Spiel. Das kann einfach nicht sein. Da habe ich so viel probiert, die Grafik runtergedreht, hochgedreht, die Filter an, die Filter aus. Und dann habe ich irgendwann mal, bin ich auf dieses FPS-Thema gekommen und tatsächlich
einfach begrenzt auf 60, reicht mir persönlich ja völlig aus und zack, sickt das runter auf 20%, wenn überhaupt. Manchmal geht die runter auf 15%, ne? Also ist dann wirklich ein Witz. Levin-Fan, danke für den Follow. Tja.